Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Sie sind aber leicht zu beeindrucken. Alles anders in diesem Jahr. Das gilt auch für den Beginn meiner Rede. Alles anders in diesem Jahr, verehrter lieber Herr Bundespräsident, verehrter lieber Herr Gauck, alles anders in diesem Jahr, ein sehr besonderer Leibniz-Tag. Ein Leibniz-Tag unter den Bedingungen einer Pandemie, zugleich als Livestream für eine ausgewählte Schar an Gästen im Saal, für eine große Menge am Bildschirm. Wir sind Ihnen, lieber Herr Gauck, sehr, sehr dankbar, dass Sie ungeachtet dieser besonderen Umstände heute in persona die Festrede halten. Alles anders in diesem Jahr, verehrter lieber Herr Müller. Zum letzten Mal spricht unser regierender Bürgermeister ein Grußwort. Als höchster Repräsentant des einen von unseren beiden Sitz- und Trägerländern, ein großer Förderer wie Unterstützer der Wissenschaft in Berlin, zutiefst neugierig auf das, was in dieser Stadt erforscht und gelehrt wird. Wir alle hier und hinter den Schirmen, lieber Herr Müller, wünschen alles Gute für die nächste Etappe Ihres Weges und freuen uns, dass Sie mit einem Grußwort digital unter uns sein werden. Alles anders in diesem Jahr, verehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten der Parlamente, der Bundes- und Landesbehörden, von Wissenschaftseinrichtungen und befreundeten Akademien, Exzellenzen, Botschafterinnen und Botschafter, Sie haben alle miteinander in den vergangenen 15 Monaten besonders aufmerksam auf die Wissenschaften und auf die Akademien gehört.
Und wir haben besonders aufmerksam beobachtet, welche politischen Konsequenzen sie aus dem oft vielstimmigen, gelegentlich auch ziemlich dissonanten Chor von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gezogen haben. Wir sind gespannt, mit Ihnen heute Vormittag über diese Monate noch einmal gemeinsam nachzusinnen. Alles anders, liebe Freundinnen und Freunde der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, liebe Mitglieder, liebe Mitarbeitende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wirklich alles anders? Es ist genau besehen nicht alles anders. Nicht alles anders, weil zwar seit dem letzten Leibniz-Tag 2019, der im vergangenen Jahr fiel bekanntlich aus, und im heutigen das Präsidium einmal komplett ausgetauscht worden ist. Liebe Ulrike, liebe Frau Kuhlmann, liebe Julia Fischer, ein besonders herzliches Willkommen. Und wir nun wieder vollständig sind. Aber es gibt ja glücklicherweise viel Kontinuität in Gestalt von Personen, in Gestalt von Forschungsprojekten und Forschungsfragen und in Gestalt von Institutionen in einer Akademie, als durch einen solchen Wechsel wirklich alles anders wird. Es ist vor allem deswegen heute nahezu alles anders, weil wir nach einer längeren Periode, in der wir ja praktisch nur digital zusammenkommen konnten, erstmals wenigstens teilweise wieder in Präsenz zusammenkommen. Für eine Akademie aber ist dieser direkte persönliche Austausch, das direkte persönliche Zusammenkommen essentiell, nicht nur charakteristisch. Und um dies sichtbar zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir die seit gestern aus guten Gründen durch den Senat von Berlin eröffnete Chance genutzt, Menschen in diesen Saal des Konzerthauses einzuladen. Weil wir aber als wissenschaftliche Einrichtung zutiefst davon überzeugt ist und sind, dass jetzt ganz und gar nicht dafür die Zeit ist, achtlos und abstandslos zu werden, sind wir glücklich, dass wir den Raum maßvoll und nicht mit der zulässigen Höchstzahl gefüllt haben. Und wir freuen uns, dass so viele digital zugeschaltet sind. Alles anders? Nun ja. Auch in diesem Jahr wird gleich ein Präsident über das Leben in den Zeiten der Pandemie, über das Leben der Akademie und der Wissenschaft berichten. Aber er tut es dieses Mal zu Beginn und nicht wie sonst am Ende. Wir verleihen auch in diesem Jahr Leibniz-Medaillen. Liebe Frau Nguyen Kim, lieber Herr Drosten, ganz herzlich willkommen. Aber wir bringen erstmals die Preisträgerin und den Preisträger ins Gespräch miteinander. Ja, und natürlich wieder viel Musik. Aber in diesem Jahr ganz besondere. Ich habe den Cellisten Eckhard Runge kennengelernt, als das von ihm über alle Besetzungsperioden tief geprägte Artemis-Quartett ein ganzes Jahr am Berliner Wissenschaftskolleg lebte und probte. Unvergessliche Eindrücke. Schon damals, als man das Wort Crossover noch gar nicht verwendete, ging es bei Eckhard Runge nicht nur um die klassische Quartettliteratur, sondern auch um Stücke von zeitgenössischen Komponisten Jörg Wiedmann. Und am Ende des Jahres im Grunewald wurde deutlich, dass das Herz des in Lübeck an der Musikhochschule ausgebildeten Eckhard Runge auch für den Tango, rastlos stillsitzen, aber auch für Film- und Rockmusik schlägt. An der Musikhochschule in Lübeck hat er auch Jacques Ammon kennengelernt und wir haben schon gehört und werden, Gott sei Dank, weiterhören, wie die beiden zusammen klingen. Für manche unter uns ist das die erste Musik in einem Konzertsaal seit Monaten und deswegen sind wir auch den beiden besonders dankbar und freuen uns auf ihre Musik. Unser Festredner.
Bundespräsident Joachim Gauck hat nach Theologiestudium in Rostock und Pfarrstellen im Kreis Güstrow, einer Plattenbausiedlung vor den Toren Rostocks und in Rostock, und als Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer 10 Jahre als Sonder- und Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gearbeitet, bevor er von 2012 bis 2017 unser Staatsoberhaupt war. Er gehört inzwischen in der zweiten Amtsperiode dem Senat unserer Akademie an. Mein verehrter Vorgänger im Präsidentenamt, Martin Grötschel, hatte Sie, lieber Herr Gauck, zum Leibniz-Tag 2020 eingeladen. Und wir freuen uns, dass Sie bereit sind, in diesem Jahr zu uns zu kommen. Gaucks erste Rede, die ich in persona gehört habe, war eine Ansprache auf einem Gedenkakt an das Attentat des 20. Juli 1944 in Tübingen, 50 Jahre später im Jahre 1994. Schon damals, lieber Herr Gauck, spielte die Frage, mit welchen Haltungen man die Transformation liberaler Demokratien in totalitäre Gesellschaften verhindern und umgekehrt totalitäre Gesellschaften nachhaltig transformieren kann, eine zentrale Rolle. Wenn es also bei unserem Festredner im Blick auf einen zentralen Wert unserer politischen wie gesellschaftlichen Ordnung, musikalisch gesprochen, bei allen Variationen einen festen Cantus Firmus gibt, dann ist uns, lieber Herr Gauck, dieses durchgängige, aber sicher auch biografisch begründete Motiv eine hochwillkommene Vergewisserung über das, was trägt oder jedenfalls tragen sollte, und ganz gewiss keine Wiederholung. Alles anders? Ja, an manchen Punkten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nicht nur zweckdienlich, sondern unabdingbar, dass es bei allem Wandel auch Kontinuitäten gibt. Kontinuität erhoffen wir, unabhängig von allem Wandel, in diesem Jahr beim nachhaltigen, auch finanziell betrachtet nachhaltigen Interesse der Berliner Landespolitik für die Wissenschaft. Es spricht der regierende Bürgermeister. Sehr geehrter Herr Professor Markschies, Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Gauck, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie an diesem höchsten Festtag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften begrüßen zu können. Auch wenn es zu diesem Leibniz-Tag aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich ist. Die Pandemie war auch der Grund für die Absage der letztjährigen Festsitzung, eine von zahlreichen schmerzhaften, aber notwendigen Entscheidungen der vergangenen Monate. Ich möchte in diesem Zusammenhang zuallererst meinen Dank aussprechen. Ich danke der Akademie für ihr Engagement und ihre Beiträge im Kampf gegen die Pandemie. Dazu gehört auch, dass sie unter der neuen Führung von Professor Markschies beständig neue Formate und digitale Angebote entwickelt hat. Ich habe auch mit Freude wahrgenommen, dass das Akademieleben trotz Pandemie viele neue Impulse erhalten hat. Das zeigt etwa die große Kunstausstellung von Helinde Kölbel mit den Porträts von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt, unter denen sich natürlich auch unsere Berliner Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier wiederfindet, die eines ihrer Akademiemitglieder ist. Auch die neuen Formate des Mittagssalons, der Corona-Gespräche oder des Austauschs mit der Akademie der Künste zu den 5 Sinnen in der Krise zeigen das Engagement der Akademie in dieser herausfordernden Zeit. All diese vielen spannenden Veranstaltungen sind in der Mediathek der BBAW nachzuverfolgen. Sie, sehr geehrter Herr Professor Markschies, haben anlässlich Ihres Amtsantritts im vergangenen Oktober gesagt, die Akademie sei auch in schwierigen, unsicheren Zeiten ein Laboratorium der Aufklärung. Das ist ein wichtiges Signal, denn gerade jetzt ist der Einsatz für Aufklärung und für die Grundwerte unserer Gesellschaft von großer Bedeutung. Wir sind im Zuge der Pandemie vermehrt etwa mit Verschwörungserzählungen, bewussten Fehlinformationen oder demokratiefeindlichen Bestrebungen konfrontiert. Gerade in dieser Zeit tritt der Wert von wissenschaftlichen Methoden und Möglichkeiten, von Forschergeist und Innovation besonders zutage.
Gerade in der Pandemie sehen wir darüber hinaus auch, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur breit zu reflektieren, sondern auch die Arbeitsweise der Wissenschaft zu erklären. Ich freue mich darüber, dass die BBAW so engagiert und vor allem so offen kommuniziert. Und ebenso freue ich mich, dass heute zwei Persönlichkeiten mit der Leibniz-Medaille ausgezeichnet werden, die sich nicht zuletzt mit Blick auf die Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse unschätzbare Verdienste erworben haben. Sehr geehrter Herr Professor Drosten, sehr geehrte Frau Dr. Nguyen Kim, ich gratuliere Ihnen herzlich zu der Würdigung, die Ihnen heute zuteil wird. Und ich hoffe, dass es uns allen gemeinsam gelingt, die Wissenschaft und gute Wissenschaftskommunikation weiter voranzubringen. In Berlin wollen wir dazu mit dem Gemeinschaftsprojekt Wissen statt Berlin 2021 einen wichtigen Beitrag leisten. Unter dem Motto Berlin will's wissen, heben wir in diesem Jahr die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung hervor. Wir wollen den Austausch mit Politik und Gesellschaft stärken und einen breiten Dialog über Wissenschaft und ihre Erkenntnisse ermöglichen. Mit diesem Projekt feiern wir auch die 200. Geburtstage von Helmholtz und Virchow. Im Zentrum der Wissensstadt Berlin 2021 stehen Kernthemen unserer gemeinsamen Gegenwart und Zukunft wie Gesundheit, Natur, Umwelt und Klima sowie das gute Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich bin dankbar, dass die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und Sie, Herr Professor Markschies, unser Kuratorium für die Wissensstadt Berlin 2021 mit Ihrer Expertise unterstützen. Denn klar ist, die BBAW spielt eine unverzichtbare Rolle für Berlin und bei der Suche nach Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Der Wissenschaftsrat hat in seinem jüngsten Gutachten zu der Lage der Wissenschaft in der Corona-Pandemie den Akademien eine wichtige Rolle bei der Identifikation künftiger Krisen und Risiken zugewiesen. Die BBAW ist nicht nur die größte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtung Berlins, sondern gibt mit ihren interdisziplinären Arbeitsgruppen wichtige Impulse zur Gesellschafts- und Politikberatung. Globale Gesundheit und die Entwicklung unserer Stadt, die Frage nach der Verantwortung bei Systemen künstlicher Intelligenz, Wissenschaftsfreiheit in der digitalen Kommunikationsgesellschaft, das alles sind wichtige Themen und das weit über Berlin hinaus. Mit großer Aufmerksamkeit werden wir auch die jüngste Initiative der Akademie auf diesem Feld verfolgen, die Arbeitsgruppe zur Zukunft der Arbeit nach Corona, die die BBAW im Auftrag aller deutschen Akademien und der Leopoldina organisiert. Für unsere Stadt und für die ganze Region ist es auch wichtig, dass die Akademie die institutionelle Zusammenarbeit der außeruniversitären Forschung mit den Hochschulen Berlins und Brandenburgs so entschlossen vorantreibt. Als Akademie zweier Bundesländer mit Arbeitsstellen in Potsdam, Leipzig und Rostock ist die BBAW zudem auch ein Schrittmacher der engeren Zusammenarbeit der Bundesländer Berlin und Brandenburg und ein Leuchtturm der Exzellenz in Ostdeutschland. Dieser Einsatz für Kooperationen und Synergien, ob auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene, ist ein wichtiger Schlüssel für wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Meine Damen und Herren, Berlin hat sich als Wissenschaftsstandort viel vorgenommen und in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet, seine Hochschulen und Forschungsinstitute nicht nur auszubauen, sondern auch besonders die Kooperation zwischen der universitären und außeruniversitären Forschung zu stärken. Wissenschaft und Forschung sind entscheidende Faktoren für die gute Entwicklung Berlins und sie sind die Bereiche, die die größten Zukunftschancen für unsere Stadt bieten. Ich freue mich, dass die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft mit ihrer Arbeit so vielfältige und wertvolle Impulse für unsere Gesellschaft und das Zusammenleben hier in Berlin setzt. Der Leibniz-Tag ist eine hervorragende Gelegenheit, diese Leistung zu feiern und zu würdigen. Ich wünsche allen, die auch digital dabei sind, eine spannende Podiumsdiskussion mit den diesjährigen Preisträgern der Leibniz-Medaillen und einen Leibniz-Tag mit vielen neuen Anregungen und neuen Perspektiven. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und weiterhin alles Gute. Lieber Herr Regierender Bürgermeister, lieber Herr Müller, ganz, ganz herzlichen Dank in unser aller Namen, im Namen der ganzen Akademie, aber auch ganz persönlich für Ihr Grußwort.
Rastlos stillsitzen. An einem Leibniz-Tag. Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, an einem Leibniz-Tag berichtet für gewöhnlich der Präsident der Akademie aus dem Leben der Akademie. Auf diese Weise erfahren die Gäste, was eigentlich seit dem letzten Leibniz-Tag passiert ist, in unseren drei Häusern, am Gendarmenmarkt unter den Linden und am Neuen Markt in Potsdam, die Arbeitsstellen in Leipzig und Rostock nicht zu vergessen, und Mitglieder wie Mitarbeitende der Akademie erleben, wie sich aus ihrem mehr oder weniger punktuellen Engagement ein Gesamtbild formt. Diesen traditionellen Bericht habe ich dieses Jahr zum ersten Mal unter einen Titel gestellt, um auf diese Weise knapp anzuzeigen, dass eine Akademie weder eine Holdingstruktur für thematisch mehr oder weniger beliebige Forschungsunternehmen ist, noch ein beliebiger, institutionell etwas altmodisch verfasster Think Tank zur Gesellschafts- und Politikberatung oder lediglich eine hauptstädtische Agentur für mehr oder weniger geistreiche Wissenschaftskommunikation. Der Titel meines Berichts, Rastlos stillsitzen, ist natürlich zunächst einmal der Versuch eines Geisteswissenschaftlers im Präsidentenamt dieser Akademie zu beschreiben, wie akademisches Leben in den vergangenen fast 15 Monaten Pandemie faktisch funktioniert hat. Ich jedenfalls saß möglichst lange, möglichst still vor meinem Bildschirm, damit mein Bild auf der Kachel der verschiedenen Programme auch klar zu sehen war. Aber es war eben diese Verflachung der mehrdimensionalen Welt auf das zweidimensionale Bildschirmformat. Die Berliner Philosophin Sibylle Krämer hat dazu übrigens lange vor der Pandemie Verflachung als Kennzeichen der digitalen Welt treffend hervorgehoben. Es war diese Verflachung, die mich und viele andere in eine merkwürdige Unruhe und Anspannung stürzte. Eben die titelgebende Rastlosigkeit des Stillsitzens. Man kann das Phänomen auch weniger rhetorisch aufgeputzt beschreiben. Zoom-Fatigue heißt das in der Medizin, die aus jener Unruhe und Anspannung resultierende Müdigkeit, präziser gesagt. Zoom-Fatigue. Wenn man nicht mehr mit dem Auge umherschweifen und spazieren gehen kann, wenn man stets und immer auf die Gesichter der Kacheln fixiert ist, dann fällt nicht nur das Sehen beim rastlosen Stillsitzen schwer. Wir haben vor kurzem in unserem neuen Gesprächsformat Consilium, in dem wir mit Mitgliedern unserer Schwesterakademie der Künste am Pariser Platz, herzliche Grüße an Janine Meerapfel, und dem Deutschen Kulturrat über die fünf Sinne in der Pandemie nachdenken, ungefähr so beschrieben, wie sich Sehen verändert, und wir werden das Format veröffentlichen und fortsetzen. Riechen kommt als nächstes. Rastlos stillsitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist aber nicht nur die rhetorisch etwas aufgeputzte Charakterisierung mindestens der am Schreibtisch arbeitenden Akademiker in Pandemiezeiten. Mein Titel spielt zugleich auf den 1990 publizierten zivilisationskritischen Essay »Rasender Stillstand« des französischen Philosophen Paul Virilio an. Virilio charakterisiert mit eher apokalyptischem Grundton die Gegenwart als komatöses Endstadium einer Neuzeit, die man mit Reinhard Koselleck und anderen als eine Epoche beständiger, akzelerierender Beschleunigung charakterisieren kann. Das Handy, das Internet, insbesondere die Social Media, erlauben es nach Virilio in einer weltweit einheitlichen Normalzeit
ohne Chronodiversität scheinbar gleichzeitig in Berlin, New York, San Francisco, Jerusalem zu sein. Helga Nowotny, unsere Leibniz-Preisträgerin, Leibniz-Medaillenpreisträgerin von 2018, hat in ihrem Buch Eigenzeit dasselbe Phänomen beschrieben und von einer erstreckten Gegenwart gesprochen. Sie formuliert: Wir leben in einem instantanen Jetzt, und hat diese Charakterisierung im letzten Jahr im Rahmen einer Uppsalenser-Vorlesung unter dem Titel Life in the Digital Time Machine weiter vertieft. Solche in der Pandemie noch einmal gesteigerten Erfahrungen beständiger Vergegenwärtigung, aber steigern zugleich auch den Wunsch, das Handy und das Internet abzustellen, sich zu absentieren und verlorene Eigenzeit wieder zurückzuerobern. Auch wenn mir als Theologen der apokalyptische Grundton von Virio tief missfällt und auch wenn es einer Akademie meines Erachtens ungleich besser ansteht, wie Helga Nowotny oder Andreas Reckwitz, die Zeitlüfte und Zeitläufte nüchtern und nicht in einer quasi religiös aufgeladenen Sprache zu beschreiben, es kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass die Pandemie die eben beschriebenen Entwicklungen verstärkt und nochmals intensiviert hat. Diejenigen unter uns, die vorhin das Konzerthaus durch die alte Kutschenvorfahrt betreten haben, haben an der Fassade eine Kunstinstallation der deutsch-iranischen Künstlerin Bettina Pustschi bewundern können, die anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Einweihung dieses Gebäudes als Schauspielhaus die pandemiebedingt ausgefallenen Konzerte und Festakte ersetzen sollte. Frau Pustschi hat unter dem schönen Titel Amplifier, zu Deutsch Verstärker, 5 zusätzliche Säulen in die klassizistische Fassade von Karl Friedrich Schinkel montiert und sie auf diese Weise irritierend verstärkt. Statt 6 zieren nun 11 Säulen den Portikus. Waren die eigentlich schon immer da? Wir schauen aus dem Hauptgebäude der Akademie gegenüber seit wenigen Wochen auf diese Verstärkung. Und mir scheint dieses Kunstwerk ein vorzügliches Bild der Verstärkung, die die Pandemie bewirkt hat. Und vielleicht ist Verstärkung ja auch ein besserer Begriff als das schon etwas abgenutzte Wort vom Brennglas, also vom Vergrößerungsglas, durch das wir pandemiebedingt längst bestehende Probleme besser erkennen können, weil sie größer geworden sind. An welchen Stellen die Pandemie Probleme verstärkt hat, haben Mitglieder unserer Akademie so präzise beschrieben, dass ich getrost darauf verweisen kann. Jutta Almendinger hat schon im März 2020 auf die gesteigerte Gefahr der schon länger wirksamen Retraditionalisierung klassischer Geschlechterverhältnisse hingewiesen, wenn vor allem Frauen sich um die Kinder kümmern müssen, die im Hintergrund der Kacheln jetzt plötzlich sichtbar werden. Annette Grütters-Kieslich und Detlef Ganten haben schon länger auf das Problem der erschwerten Nutzung medizinischer Daten im großen Maßstab für Zwecke personalisierter und globaler Gesundheit aufmerksam gemacht, die allein durch die verstärkten Probleme der Corona-App in deutlicher Weise klar geworden sind. Von Michael Zürn sind wir auf die Gefahren der demokratischen Regression aufmerksam gemacht worden, die durch den autoritären Populismus droht. Und Christoph Möllers hilft uns dabei nachdenken, wie liberale demokratische Gesellschaften vor dem Umkippen in autoritäre Systeme bewahrt werden können, wie wir es in Nachbarländern mit desaströsen Folgen für uns befreundete Akademien und ganze Wissenschaftssysteme beobachten können.
Unbedingt noch zu nennen ist Jörg Hackers knappe, gehaltvolle Einführung in Geschichte, Gegenwart und Folgen von Pandemien. Mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, scheint es sinnvoll, wenn wir diese präzisen Analysen der Situation gemeinsam mit anderen Expertisen und Stellungnahmen in den Blick nehmen und in der nächsten Zeit fragen, welche Konsequenzen wir für die antizipative wie retrospektive Beratung von Politik und Gesellschaft aus 15 Monaten Pandemie ziehen sollten. Ich bin Alena Büchs, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, unserem Mitglied Gerald Haug, Präsidenten der Leopoldina, und Heo Krömer von der Charité herzlich dankbar dafür, dass die Genannten mit mir und vielen anderen an diesem Thema weiterarbeiten wollen. Dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, war sich die Akademie bei der Analyse der Situation einer Gesellschaft unter Pandemiebedingungen im vergangenen Jahr durchaus nicht einig. Es reicht daran zu erinnern, dass Susan Neiman und Peter Schäfer für eine, vorsichtig gesagt, nicht unumstrittene neue Definition des Antisemitismus warben. Horst Bredekamp und Benedikt Savoy denken ganz unterschiedlich zur Frage, wie wir mit der kolonialen Vergangenheit der Berliner Museen und Wissenschaftseinrichtungen umgehen sollen. Und weiterhin wird in unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe Wandel der Universitäten und ihres gesellschaftlichen Umfeldes, Folgen für die Wissenschaftsfreiheit, da wird ganz unterschiedlich zur Frage votiert, ob wirklich schon eine neue Stufe der Gefährdung von Wissenschaftsfreiheit hierzulande erreicht ist, wenn Studierende einer niedersächsischen Universität einen Althistoriker am Sprechen zu hindern versuchen, oder wir damit auf ein Identitätsmerkmal spätpubertierender Jugendlicher treffen, das Universitäten nicht erst seit gestern prägt. Und selbstverständlich, meine Damen und Herren, haben Mitglieder dieser Akademie auch die verschiedenen Stufen von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ganz unterschiedlich kommentiert und bewertet. Wenn ich, der regierende Bürgermeister, sagte es, unsere Akademie seit meiner Wahl vor anderthalb Jahren gern als Laboratorium der Aufklärung bezeichnet habe, dann deswegen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es nicht nur eine Form von Aufklärung gibt. Dass es nicht nur eine Form von Aufklärung gibt, die man für sich stolz reklamieren und deren Fehlen man anderen vorhalten kann. Schon im 18. Jahrhundert gibt es die radikalere, systemkritische französische Form der Aufklärung und die, darf ich sagen, mildere, systemorientierte Form der deutschen Aufklärung, wenn Sie mir für Zwecke eines solchen Berichtes gestatten, so grob zu schematisieren. Es genügt heute für unsere Zwecke daran zu erinnern, wie an der Berliner Akademie die beiden Richtungen spätestens nach dem Regierungsantritt des großen Friedrich immer schon miteinander gerungen haben. Beispielsweise pointiert 1780 in zwei prämierten Antworten auf eine akademische Preisfrage die Berliner Volksbetrugsfrage, die jüngst Thema eines sehr geistreichen Podcasts war. Und die Berliner Volksbetrugsfrage des Jahres 1780 lautete: Darf aus guten Zwecken eine Regierung ein Volk auch betrügen? Und die Akademie antwortete ja und nein und prämierte beide Antworten. Wenn ich von der Akademie als einem Laboratorium der Aufklärung spreche, dann meine ich, dass solche Kontroversen unsere Akademie immer geprägt haben und wir uns ihrer auch gar nicht schämen müssen. Wir müssen uns auch nicht scheuen, sie untereinander auszutragen. Akademie ist Ort des Gedankenexperiments, Akademie ist Platz für Versuche und dafür steht meine Metapher Laboratorium. In einem Laboratorium aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, teilt man bestimmte Grundprämissen einer Arbeit.
sonst ist's nicht Laboratorium, sondern Chaos. Wie beispielsweise die, dass wir dem Antisemitismus entgegentreten müssen und deswegen darüber streiten dürfen, was das eigentlich genau ist und wie man es definieren sollte. Wir teilen vermutlich, was heißt vermutlich, hoffentlich auch die Grundprämisse, dass Wissenschaftsfreiheit ein Funktionsgrundrecht ist und weniger ein individuelles Recht, beispielsweise von Ordinarien an deutschen Universitäten, und es deswegen auch legitim ist, über seine Funktionsgrenzen lebendig zu diskutieren. Und ich hoffe, dass sich auch unsere wissenschaftliche Beurteilung politischer Entscheidungen der vergangenen Monate bei allen Differenzen von Grundkonsensen geprägt zeigt. Jüngst hat Julia Nieder-Rümelin seine eher kritische Sicht in der Akademie zur Diskussion gestellt. Andere haben widersprochen. In diesem Zusammenhang muss ich wenigstens ganz kurz auf die Kontroversen eingehen, die der Publikation der Vorlesung Kants über physische Geographie durch unsere Potsdamer Arbeitsstelle und namentlich Werner Stark folgten. Diese Kontroversen zeigen übrigens, dass die geisteswissenschaftliche Arbeitsform über lange Zeit an einer großen kritischen Werkausgabe von für Kultur und Wissenschaft maßgeblichen Personen zu arbeiten, durchaus auf unmittelbar gegenwartsrelevante wissenschaftliche Ergebnisse führt. Doch der Reihe nach. Ich persönlich würde meinen Laieneindruck von den beiden Bänden, die Privatkollegs dokumentieren, die der Königsberger Philosoph von 1755 bis 1796 zu geografischen, geologischen, botanischen, tierkundlichen und anthropologischen Fragen vorgetragen hat, ich würde meinen Laieneindruck so zusammenfassen: Man merkt an den Nachschriften und Veröffentlichungen, dass Kant kein Experte in einer sich gerade formierenden akademischen Disziplin, in einer Gruppe sich gerade formierender akademischer Disziplinen war und eben auch kein Universalgelehrter wie Leibniz. Er dekretierte beispielsweise in den genannten Vorlesungen über das Rhinoceros, das er in den ostpreußischen Wäldern bekanntlich nie angetroffen haben durfte: Das Tier ist sehr dumm und gewaltig groß und größer als ein Ochs. Unsere Potsdamer Editoren und Editorinnen notieren präzise im Apparat, aus welcher allgemeinen Literatur und Naturgeschichte Kant diese Information entnommen hatte. Immerhin aus einer Naturgeschichte und nicht, wie in seinen Vorlesungen gelegentlich auch, aus zeitgenössischen Reisebeschreibungen von nicht immer höchstem wissenschaftlichen Wert. Nicht erst dann, wenn bei Kant auch über hässlich geschminkte Wilde und eitle Neger die Rede ist, fragt man sich natürlich aus heutiger Perspektive, wo der messerscharfe kritische Verstand des Philosophen da eigentlich abgeblieben ist. Das Rhinoceros ist sehr dumm. Ein wenig mehr Laboratorium der Aufklärung, ein wenig mehr Kritik und Experiment wären vielleicht auch schon damals im hohen Norden Preußens möglich gewesen und sind nicht nur selbstgerechte, billige Erwartungen von historisch und philosophisch wenig gebildeten Nachgeborenen. Wenn eine Akademie angesichts eines solchen Textes im Vorfeld des großen Kant-Jahres 2024 diskutiert, ob es sinnvoll ist, den Meister der Kritik deswegen als Rassisten zu bezeichnen, oder ob es reicht, festzuhalten, dass auch die Kritischsten noch kritischer sein können. Wenn also eine Akademie solche Fragen diskutiert, läuft sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht dem Zeitgeist hinterher, sondern macht deutlich, dass die geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung, die in unseren 23 Vorhaben betrieben wird, in den heftigen Debatten der Gegenwart nach wie vor zu orientieren vermag. Ob bestimmte Tiere wirklich dumm sind oder vielleicht nicht nur auf eigene Weise denken, sollte unsere Vizepräsidentin Julia Fischer einmal beispielsweise mit Dominik Perler diskutieren. Sie haben jedenfalls beide darüber gearbeitet.
Kantianismus, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch für Tiere zu entwerfen, wäre vermutlich ein ähnlich spannender Beitrag im kommenden Kantjahr wie eine Kritik der digitalen Vernunft, in der jenseits von messianischen Heilserwartungen und apokalyptischen Prophetien nüchtern gefragt wird, was mit Hilfe einer Technologie ermöglicht oder jedenfalls erleichtert wird und was sich nicht durch algorithmische Prozesse substituieren lässt. Ohne eine Kritik der digitalen Vernunft, Kritik wohlgemerkt im Kantschen Sinne, ohne eine Kritik der digitalen Vernunft würden die Aktivitäten unserer Akademie zu den Digital Humanities merkwürdig in der Luft hängen. Wenn man wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Debatten, meine sehr verehrten Damen und Herren, von 15 Monaten Pandemie kritisch Revue passieren lässt, fällt auf, dass gerade in solchen Krisenzeiten verschiedenste Akteure zu dem scheinbar bewährten Mittel greifen, die Komplexität von Wirklichkeit und Multiperspektivität von Wissenschaft auf schlichte Duale zu reduzieren. Da wird dann munter anwendungsorientierte Forschung gegen Grundlagenforschung gestellt, obwohl sich die Entwicklung des entscheidenden Impfstoffs gegen die Pandemie eben der Grundlagenforschung verdankt. Da werden, wie jüngst in Halle, weniger von Studierenden nachgefragte Geisteswissenschaften gegen stärker nachgefragte Naturwissenschaften profiliert, obwohl viele zentrale Fragen der einen Fächergruppe sich ohne die andere längst nicht mehr lösen lassen und es außerdem inzwischen viele Hybride zwischen diesen angeblich zwei Kulturen gibt. Besonders absurd scheint mir aber, wenn Wissenschaftskommunikation gegen Öffentlichkeitsarbeit zum Zwecke der Werbung gestellt wird. Selbstverständlich muss man beides unterscheiden. Und trotzdem wird keine Wissenschaftseinrichtung auf Werbung verzichten wollen, selbst wenn beispielsweise der Slogan seit 1365 offen für Neues, mit dem eine berühmte Universität wirbt, kaum die letzten 655 Jahre der eigenen Geschichte mit vielfältiger Neuheitsverweigerung zutreffend beschreibt, sondern unsere eigenen Wünsche vielleicht für die nächsten 650 Jahre, wie vor kurzem Mitchell Esch geistreich über seine eigene Universität bemerkt hat. Mir scheint, dass schon Leibniz zu Ehren von dessen Geburtstag sich die Akademie seit Langem im Juni versammelt, dass schon Leibniz solchen simplifizierenden Dualen entschieden entgegengetreten ist, obwohl er die Welt auf zwei Zahlen reduziert hat. Entschieden entgegengetreten ist, weil das vielleicht schon zu oft zitierte Leitmotiv Theoria cum Praxi, wie unser Mitglied Eberhard Knobloch vor einiger Zeit präzise nachgewiesen hat, bei Leibniz metaphysische und mathematische Reflexion der Prinzipien verbunden mit Experimenten im Detail impliziert, aber eben auch Reflexion über Politik und Gesellschaft mit dem Ziel der Beratung und Gestaltung dieser Bereiche. Etwas pointiert formuliert, Wissenschaft ist im Leben anwendbar, gerade wenn sie auch entschlossen zur Theorie fähig ist. Theoriefähig ist sie aber dann, wenn sie ihren eigenen Bezug auf die Lebenswirklichkeit reflektiert. Oder im Blick auf die anderen vulgären Dualismen, unseren Leibniz etwas abgewandelt, geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung, wie sie unsere Akademievorhaben durchführen, profitiert, wenn sie ihren Bezug auf Lebenswelt reflektiert, muss aber nicht in anwendungsorientierte Forschung überführt werden und Öffentlichkeitsarbeit zum Zwecke der Wissenschafts-PR ist kein Verrat an der Wissenschaft. Uns berührt heute, 305 Jahre nach Leibnizens Tod, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht eher merkwürdig, dass er sich die Akademie in seinem ersten Entwurf als klösterliche Einrichtung zölibatär auf Wissenschaft konzentrierter Männer vorstellte. Und manche wird die Verbindung aus Mathematik und Metaphysik allzu sehr an den Zauber Platons erinnern,
dessen Verführungspotenziale man auch sehr kritisch sehen kann. Aber die in der Berliner Akademiegründung wirksame Grundidee von der Einheit von theoretischer Reflexion und lebensweltlicher Anwendung lebt. Beispielsweise in der von Detlef Ganten, Max Löning und Britta Siegmund geleiteten interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin, Gesundheit für alle, die an eines der Sustainable Development Goals der United Nations anknüpft und nicht nur nach Gemeinsamkeiten eines interkulturell höchst ausdifferenzierten Gesundheitsbegriffs fragt, sondern ganz konkret danach, wie Berlin zu einer gesunden oder jedenfalls gesünderen Stadt werden kann. Aus dem Akademievorhaben Humboldt auf Reisen heraus ist eine bezaubernde Ausstellung mit Zeichnungen von Christian Gottfried Ehrenberg gestaltet worden, die man nun wieder drüben im Akademiegebäude am Gendarmenmarkt sehen kann, dem Wissenshaus Berlin gegenüber vom Konzerthaus. Ehrenberg, der 1876 im Alter von 81 Jahren starb, hat nicht nur mit Berliner Schülern im Tiergarten Kleinstlebewesen unter das Mikroskop genommen und auf künstlerisch höchst eindrückliche Weise gezeichnet, sondern eben auch Theorien zu Einzellern entwickelt. Experiment und Reflexion als Einheit in der Tradition von Leibniz. Dreidimensionale Lebewesen in zweidimensionaler Wiedergabe. Der Wissenschaftler als Künstler. War das nun eben Wissenschaftskommunikation über den Begründer der Mikrobiologie oder Werbung für eine Ausstellung drüben, die Sie alle besuchen sollten? Wenn wir ab dem Sommer am Gendarmenmarkt beginnen, die großen Audio- und Videoarchive bedrohter und ausgestorbener Sprachen zu konzentrieren und untereinander digital zu verbinden, wenn wir mit Unterstützung der Arcadia-Stiftung Stipendiatinnen und Stipendiaten aus aller Herren Länder hier in unser Haus holen, um an diesen Sprachen zu arbeiten, dann bauen wir nicht nur den sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt der Akademie entschlossen aus, übrigens auch mit Hilfe des Bundes, allen sei herzlich gedankt. Nein, wir sind wieder in Leibnizscher Tradition an der Stelle von theoretischer Reflexion, experimentellen Detailstudien und gesellschaftlicher Nutzanwendung, ohne dass das eine zugunsten des anderen abgewertet, marginalisiert oder zum Verschwinden gebracht wird. Natürlich, meine Damen und Herren, kann man in einem solchen Berichtsformat nur einen Ausschnitt aus den Forschungen von über 300 Mitgliedern und über 300 Mitarbeitenden von 23 Akademievorhaben und zahllosen Drittmittelprojekten, 10 interdisziplinären Arbeitsgruppen und Initiativen und auch in Pandemiezeiten nahezu tagtäglich Veranstaltungen vorführen. Deswegen haben wir beschlossen, ein edles, aber vielleicht doch zu edles und nicht sehr nachgefragtes Jahrbuch in Zukunft durch einen jährlichen BBAW-Bericht zu ersetzen, in dem alles steht, worüber ich heute nicht sprechen konnte. Jedes Mitglied, jeder Mitarbeitende hätte die Erwähnung in den vergangenen Minuten mehr als verdient. Vieles aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, braucht meine Verstärkung gar nicht, braucht kein Amplifier, strahlt von allein, schweizerdeutsch gesagt, tönt von allein. Und rastlos für lange, lange Zeit stillsitzen mussten wir in dieser Pandemie ja schon genügend lange. Darum Schluss mit meinem Bericht unter jener Überschrift und vielen Dank für Ihre Geduld. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue
freue mich ganz besonders, als neue Vizepräsidentin zusammen mit meiner Kollegin Julia Fischer die neuen Akademiemitglieder begrüßen zu dürfen. Ganz alphabetische Reihenfolge. Herr Ralf Buck, sein Fachgebiet ist Biologie. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm und Professor an der Universität Potsdam. Dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Michael Brecht. Er ist Biologe und Professor für systemische Neurowissenschaften am Bernstein-Zentrum Berlin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Alessandra Buonanno, Ihr Fachgebiet ist theoretische Physik. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Potsdam, Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Potsdam und Professorin an der Universität Maryland, USA. Ein weiteres Mitglied, das wir begrüßen, ist Holger Dobbeck. Er ist Strukturbiologe, Professor für Strukturbiologie und Biochemie am Institut für Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich darf begrüßen Frau Angelika Eggert. Sie vertritt pädiatrische Onkologie. Sie ist Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Dann begrüßen wir sehr herzlich Onno Güntherkin, den ich auch im Publikum entdeckt habe. Er vertritt die Psychologie und ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Herrn Gerald Haug. Er vertritt Erdsystemforschung und ist Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Des Weiteren nehmen wir auf, voller Freude in die BBAW, Herrn Thomas Höfer. Er vertritt die Systembiologie, ist Leiter der Abteilung Theoretische Systembiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum und ist Professor an der Universität Heidelberg. Ich freue mich, Herrn Heo Krömer begrüßen zu können. Er vertritt Pharmakologie und Pharmakogenomik. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Charité und Universitätsmedizin Berlin. Ein weiteres Mitglied der BBAW wird Sebastian Lehnhoff. Sein Fachgebiet ist die Informatik und er ist Universitätsprofessor am Office und das ist an der Universität Oldenburg. Herzlich willkommen. Herr Dirk Uwe Sauer. Er vertritt die Fächer Elektrotechnik und Informationstechnik. Er ist Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersysteme am Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe und am Institute for Power Generation and Storage Systems an der RWTH Aachen. Kai Sundmacher wird ebenfalls aufgenommen in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Er vertritt das Fach System, Verfahrenstechnik und Prozesstechnik. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme und Universitätsprofessor an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Wir begrüßen Frau Hedda Wademann. Sie vertritt Naturwissenschaften und Biologie und sie ist Abteilungsleiterin am Deutschen Krebsforschungszentrum und Professorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. Und last not least nehmen wir mit großer Freude in die BBAW auf Frau Christiane Wopen. Sie vertritt das Fach Ethik und Theorie der Medizin, ist Direktorin des Cologne Centers for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health an der Universität zu Köln. Und wir freuen uns sehr, dass Sie zur BBAW dazugehören. Wir freuen uns auf den interdisziplinären, transdisziplinären und disziplinären Austausch mit Ihnen allen und heißen Sie recht herzlich willkommen. Thank you.
Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Akademie, verehrte Empfänger der Leibniz-Medaille, Professor Drosten, Dr. Nguyen Kim, Verzeihung, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, maskengeschmückt und draußen an den Bildschirmen. Es freut mich sehr, dass wir diesen Leibniz-Tag der Berlin-Brandenburgischen Akademie in diesem Jahr wirklich so durchführen können, dass wir einander wenigstens zum Teil anschauen können. Schon der Anblick von wenigen Gästen hier in dem großen Konzertsaal ist eine wirkliche Freude und ich deute ihn als hoffnungsvolle Botschaft dafür, dass nun die Begegnung von Angesicht zu Angesicht bald wieder Normalität in unserem Land wird und darüber freue ich mich zusammen mit Ihnen. Menschen sind schließlich soziale Wesen und uns fehlt etwas durch diese erzwungene Distanz, auch wenn sie notwendig war und ist. Seit über einem Jahr verlangen uns teils immer noch die massiven Einschränkungen im Alltag, im Berufsleben so einiges ab. Und wir machen uns noch mal bewusst, dass ganze Branchen trotz staatlicher Unterstützung um ihre Existenz fürchten müssen, dass sich soziale Benachteiligungen, wo sie denn existent waren, verstärkt haben und dass sich die Langzeitfolgen noch nicht abschätzen lassen, das ist uns auch deutlich. Schon heute erkennen wir, dass die Pandemie die Verunsicherung und auch die Zukunftsängste, und darauf möchte ich ein bisschen zusteuern, die in unserer Gesellschaft ohnehin existieren, noch verstärkt. Das ist geradezu ablesbar geworden an den oft übertriebenen Plakaten der Demonstranten in den letzten Monaten. Immer kruderen Thesen sind wir begegnet und Verschwörungsmärchen selbsternannter Querdenker. Aber die sollten wir nicht einfach der Allgemeinheit zuschreiben, diese Extremäußerung. Aber gleichwohl sehen wir den Ausdruck zunehmender Ängste in weiten Teilen der Gesellschaft, nicht nur vor den Auswirkungen der Pandemie, sondern wenn wir etwas genauer hinschauen, sind es wahrscheinlich doch auch diese Ängste vor diesem umfassenden und forcierten Wandel, der unsere ganze Epoche prägt. So kombinieren sich unterschiedliche Ängste und verstärken sich gegenseitig. Ich spreche von den Angstwellen, die wir eigentlich kennen aus der Geschichte, wenn wir auf die Auswirkungen von Fortschrittswellen schauen, die die Menschheit in der Vergangenheit erfasst haben. Denken wir an die geistigen Folgen der kopernikanischen Wende, an die Verunsicherung, die die Milieus ergriffen hat damals. Oder denken wir an die Zeit zu Beginn der industriellen Revolution, als die technischen Fortschritte immer größer wurden, aber die Veränderungen in der Gesellschaft viele eben so verängstigten, dass sie sich kulturell in eine romantische Vergegenwärtigung ihrer Gegenwart flüchteten. Die Fortschritte in der Technologie und die damit verbundenen Ängste haben gleichzeitig eine Liebe zur romantischen Weltsicht erneuert, die politisch gesehen nicht nur schön war. Schön war sie in der Kunst, politisch gesehen war sie auch etwas Problematisches. Aber das ist heute nicht mein Thema. Mein Thema ist schon, dass wir die Ängste ernst nehmen und die komplexen Ursachen dieser Ängste uns vor Augen führen. Die Entgrenzung, nicht mehr die Nation Europa, die Globalisierung, die Digitalisierung, der Klimawandel, die Migration und bei Digitalisierung insbesondere das Phänomen der künstlichen Intelligenz. Alles in einem Maße verunsichernd, dass jedenfalls der normale Mensch äußerst schwer damit zurechtkommt. Entschuldigen Sie die Verwendung des Begriffs normal. Schon vor Jahren stellte der Soziologe Sigmund Baumann fest, der vor kurzem gestorben ist, wir stehen vor Herausforderungen, die in der Geschichte ohne Beispiel sind. Und ich unterstreiche das gerne, obwohl ich vorhin auf Analogien in der Geschichte hingewiesen habe. Und die daraus nun erwachsene Angst lässt einen Teil der Verunsicherten dann regelmäßig populistischen Parolen gegen das Establishment oder das System folgen. In Polen, in Ungarn, in Brasilien
und in Amerika unter Trump haben sich Rechtspopulisten durchgesetzt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Lateinamerika, siegten in der Vergangenheit Linkspopulisten. Hier wie dort treffen ihre Wähler auf starke Anführer, die ihnen trotz komplexer Lage beruhigende, einfache Lösungen vorschlagen. Es fehlt dann in der Mehrheit an Geduld, die es in einer tiefgreifenden Übergangssituation eigentlich zu bewahren gilt, wenn das Alte verschwindet und das Neue erst allmählich geboren wird. Und es fehlt an Vertrauen, dass sich die Demokratie der mehrfachen Herausforderung gewachsen zeigen wird. Die Strahlkraft der Demokratie hat jedenfalls seit 1989 teilweise schon stark abgenommen. Die meisten von Ihnen erinnern sich ja noch an die damalige Euphorie vor gut 30 Jahren. Die freie Welt hatte über den Totalitarismus gesiegt, doch anders als imaginiert, befanden wir uns mit der liberalen Demokratie eben nicht am Ende der Geschichte. Auch im internationalen Raum geriet die Demokratie auf eine etwas abschüssige Bahn. Ich will nicht gerade von Krise der liberalen Demokratie sprechen, wie es im Titel heißt, sondern eher sagen, sie geriet in Frage. Erstmals in diesem Jahrhundert finden sich unter den Ländern mit mehr als 1 Million Einwohnern weniger Demokratien als nicht demokratische Regime. Zudem zeigt die Entwicklung auf anderen Kontinenten, dass wirtschaftlicher Aufstieg und technischer Fortschritt keineswegs mehr automatisch an das, wie der Historiker Heinrich August Winkler es nannte, normative Projekt des Westens geknüpft sind. Die kommunistische Führung in China etwa hat mit einer Mischung aus Autoritarismus und frühzeitlichem Kapitalismus einen bemerkenswerten Entwicklungsschub gebracht. Auf geopolitischer Ebene tritt das Land Schritt für Schritt in Konkurrenz zur Supermacht Amerika und Europa, einst Ausgangsort für Aufklärung und weltweite technische Innovationen, droht von China und anderen aufstrebenden, teils semidemokratischen, technokratischen asiatischen Ländern überholt und zu einer Mittelmacht herabgedrückt zu werden. Jedenfalls scheint es vielen so. Gehört etwa anderen politischen Modellen die Zukunft? Ist die liberale Demokratie in Gefahr, quasi so etwas wie ein historisches Auslaufmodell? Oder gehört sie einfach wieder einmal auf den Prüfstand? Aktuell angeschaut zu werden, ist erforderlich. Wir haben neue Herausforderungen, also müssen wir uns neu orientieren, vielleicht umorganisieren. Es soll nicht zur Beschwichtigung dienen, aber erwähnen möchte ich es hier trotzdem. Über die Krise der Demokratie haben Politiker, Journalisten und Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten gesprochen. Aber was macht eine Krise aus? Und hatten sie alle dasselbe im Sinn? Wer heute, wie die Masse der Bevölkerung, unter Demokratie ein System versteht, das soziale und wirtschaftliche Gleichheit gewährleisten soll, der wird bei ansteigender Arbeitslosigkeit, zum Beispiel bei Finanz- oder Wirtschaftskrisen oder bei sinkenden Zukunftschancen, Alarm schlagen. Wer vor allem das institutionelle Gefüge des Rechtsstaates sieht, die Wirkungsmacht des Rechtsstaates, wird von der Krise sprechen, wenn sich Korruption ausbreitet, wenn etwa die Unabhängigkeit der Gerichte in Gefahr gerät oder wenn sich bedrohliche Schattenwelten organisierter Kriminalität oder wirkmächtiger Netzwerke bilden. Das Reden über die Krisen der Demokratie dürfte so gesehen ein konstitutives Element der Demokratie selbst sein. Fast so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal, denn kein anderes System stellt sich in gleicher Weise systematisch und permanent in Frage. Das ist auf der einen Seite eine große Stärke für die Demokratie, aber auf der anderen Seite muss man diesen Zustand der Unfertigkeit auch aushalten. Das liegt nun nicht jedem. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass die Fragilität des demokratischen Systems den meisten Zeitgenossen lange Zeit gar nicht wirklich bewusst geworden ist. Wenn wir einmal die letzten Jahrzehnte, insbesondere des westlichen Teils unseres Landes, anschauen,
dann konstatieren wir, dass das Land nach dem Zweiten Weltkrieg eine beispiellose Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Wirtschaftswunder, dieser Begriff, ist jedem vertraut. Aber eigentlich haben wir etwas noch viel Wichtigeres erlebt, ein Demokratiewunder. Wir haben die Westbindung geschaffen, Wiedervereinigung, europäische Integration, Sicherheit, einen nie gekannten Wohlstand, politische und wirtschaftliche Stabilität, über die sich die meisten Länder der Welt freuen würden. Und doch sehen wir neuerdings Empörungs- und Wutwellen eines Teils der Bevölkerung. Eine uneingeschränkte Akzeptanz unserer Demokratie gibt es ganz offensichtlich nicht. Zwar dominiert bei uns noch nicht Ablehnung, aber bei einzelnen Gruppen, da existiert sie schon, und bei anderen Gruppen herrscht deutlich Entfremdung. Zwar haben wir im Unterschied zur Vergangenheit es nicht mit Militärputschen oder deren Gefahr zu tun, auch sind wir wirklich weit entfernt von den Zuständen in der Weimarer Republik. Aber die Unterhöhlung oder gar Zerstörung der Demokratie, sie kann eben auch leise und schrittweise erfolgen. Es mag auch daran liegen, dass traditionelle Parteien, die fast ein Jahrhundert Bestand hatten, an Unterstützung verlieren. Alte Bindungen von Abgeordneten an ihre Wählermilieus gingen verloren, weil sich die Milieus schlichtweg verändert haben. Noch ist unklar, ob es in Deutschland zu ähnlichen strukturellen Veränderungen kommen wird wie in unserem Nachbarland Frankreich oder in Italien oder auch in Spanien. Schauen Sie speziell in Frankreich oder Italien die Verluste an, die die großen politischen Milieus der Linken, aber in Italien auch der Rechten mit der Democratia Christiana, in Frankreich mit den Kommunisten und den Sozialisten erfahren haben. Das alles muss nicht zwangsläufig zu einer Schwächung der liberalen Demokratie führen, aber kann es eben sehr leicht. Und Sie sehen es an den Zuwächsen für die populistischen Bewegungen, dass das durchaus gefahrvoll ist. Im günstigsten Fall können solche Entwicklungen, die wir in Deutschland Gott sei Dank nicht so stark sehen wie im Nachbarland Frankreich, im günstigsten Fall können solche Entwicklungen sogar zu neuen Bindungen in der Gesellschaft führen, zu neuem Engagement. Es können Repräsentanzlücken geschlossen werden und damit kann auch das System gefestigt werden, durchaus möglich. Klar ist aber auch, die Fragilität muss erstmal ausgehalten werden, die entstanden ist. Und dann machen wir uns gar nicht klar, dass sich das Antlitz der Demokratie im digitalen Zeitalter eben grundsätzlich gewandelt hat. Es ist einfach moderner und damit gewöhnungsbedürftiger geworden für die Masse derer, die in der Demokratie leben. Das Internet hat die Demokratie einerseits, es ist oft besprochen, auf eine bisher nicht bekannte Weise demokratisiert, hat die direkte und unmittelbare Kommunikation geschaffen und nun können eben alle mitreden. Die Diskurshegemonie der politischen Klasse wurde dadurch aufgebrochen und Online-Aktivisten haben unter Umständen jetzt mehr Einfluss als etablierte Politiker. Andererseits hat das Internet die Demokratie gleichzeitig aber auch erheblich belastet, weil zivilisatorische Standards nicht beachtet wurden, weil Fake News, Desinformation, Intoleranz und Hass, Ressentiment alle vermittelnden Instanzen der hergebrachten Medien umgehen können. Ohne Internet hätten Verschwörungstheoretiker niemals so breite Bekanntheit erlangt, aber auch die Gelbwesten in Frankreich nicht so schnell Straßen blockieren können. Ohne Internet könnten Kreml- und Peking-freundliche Trollfarmen die Welt nicht millionenfach und gezielt mit Falschmeldungen überschwemmen, weil sie sich zunutze machen, was Forscher des MIT nun bestätigt haben. Unwahrheiten verbreiten sich über Social-Media-Plattformen deutlich schneller und weiter als Fakten. Ich weiß nicht, warum es ist, aber diese Anfälligkeit für Fehlwahrnehmungen liegt offenkundig schon in der menschlichen DNA begründet. Wir Menschen erleben echte Freude, einen messbaren Dopaminschub, wenn wir Informationen verarbeiten, die unsere Überzeugungen unterstützen. Geprüfte Informationen erhalten so durch ein Reich der Fiktion, das transportiert wird, eine verführerische Konkurrenz.
Fakten und wissenschaftlich begründete Argumente sind da nur noch eine von mehreren möglichen Interpretationsmöglichkeiten und eine sachliche, evidenzbasierte Debatte wird systematisch untergraben. Sich dennoch nun mit Wissen und Fakten in öffentliche Debatten einzubringen, erfordert dann oftmals enorme Kraft, Ausdauer, auch wohl Gelassenheit und, Herr Drosten, auch Mut. Und eben das ist eben eine unglaubliche Last, die zusätzlich auf den Menschen liegt, die unterwegs sind, um den Prinzipien der Aufklärung Folge zu leisten. Aber da gibt es ja noch die Freude am wissenschaftlichen Diskurs, die Freude an der Auseinandersetzung und das Wissen derer, die etwas begriffen haben, die Lösungsmöglichkeiten anbieten können, denen sie zutiefst vertrauen, weil sie zusammen mit anderen daran gearbeitet und sie geprüft haben. Und dazu gehören die beiden Preisträger, die heute geehrt werden auf dieser Bühne. Sehr verehrte Frau Dr. Nguyen Kim und Herr Professor Drosten, ich freue mich, dass Sie ausgewählt worden sind und diese Auszeichnung erhalten. Und ich bin Ihnen dankbar. Und wenn ich Sie, Herr Drosten, anschaue, schließe ich mal meinen ganz bürgerlichen und Patientendank ein. Ich bin so glücklich und dankbar, dass wir Wissenschaftler haben, denen es gelungen ist, diese schreckliche Heimsuchung zu identifizieren, zu beschreiben und mit anderen daran gearbeitet haben, dass es wirksame Gegenmittel gibt. Ich freue mich einfach, Sie hier zu sehen und bin Ihnen dankbar für Ihr Engagement und das Engagement Ihrer Kollegen. Also, Sie haben gespürt, das war mein Glückwunsch eben. Ich gebe mir immer vorweg. Wir wissen es alle, meine Damen und Herren, das Internet an sich ist nicht das Problem. Es bietet uns großartige Möglichkeiten, sich zugunsten der liberalen Demokratie und auch der Wissenschaft zu verbinden und zu verbünden. Die Abläufe in den sozialen Medien in der aktuellen Form begünstigen aber allzu häufig nicht einen konstruktiven Diskurs, der für die Demokratie so konstitutiv ist. Nein, ich neige ja nun durchaus nicht zu Horrorszenarien, dazu bin ich nicht so geeignet, aber wir sollten doch immerhin die Gefahren besichtigen, die aus einem weitgehend unregulierten digitalen Raum für unsere Demokratie erwachsen können. Und wir sollten diese Gefahr nicht unterschätzen und auch hier handlungsfähig bleiben. Oder werden. Gleichzeitig sollten wir allerdings auch die Möglichkeiten nicht verpassen, die sich durch eine digitale Vernetzung ergeben. Und da gibt es nun offenkundig Gründe für gesteigerte Bemühungen der politisch Verantwortlichen. Denn Deutschland ist nicht ausreichend digitalaffin und verließ sich zu lange auf altbewährte Strukturen, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung. Hier hat die Pandemie noch einmal deutlich offengelegt, was in den letzten Jahren verschlafen wurde. Umso entschiedener müssen digitale Lösungen nun sinnvoll eingesetzt werden, um Verwaltungen zu entschlacken und effizienter zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was für mich noch eine Besonderheit der aktuellen Krise oder der aktuellen Problemlage der liberalen Demokratie ausmacht, ist mit einer Erfahrung verbunden, die weit über die politische Ebene hinausgeht. Was mich und viele Menschen auf der ganzen Welt verstört und verunsichert hat, war, ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus, die Trump-Wahl in Amerika. Amerika, wo doch die Wiege der Demokratie zu finden ist, die amerikanischen Checks and Balances, so hörte ich immer wieder, seien stark genug, um ein autoritäres System zu verhindern. So als verschafften sie der Demokratie eine geradezu automatische Resilienz. Aber ist eine derartige institutionelle Stabilität der Demokratie wirklich eine dauerhaft verlässliche Größe? Diese Frage stellt sich doch angesichts des Trump-Dilemmas. Diese Frage und diese Beobachtungen führen uns zu einem eigentlich bekannten, aber gleichwohl erschreckenden Befund. Mehrere Politikwissenschaftler und Philosophen haben das früher schon geäußert. Demokratien können sich auch zurückentwickeln. Ich beziehe mich neuerdings auf einen Wissenschaftler, der mir bislang nicht bekannt war. Das ist Adam Chavorsky, ein US-amerikanischer Wissenschaftler. Der verweist darauf, dass Demokratien
über keine institutionellen Mechanismen verfügen, die sie, Zitat, davor schützen, von einer rechtmäßig gewählten Regierung, die sich an die konstitutionellen Regeln hält, untergraben zu werden. Zitat Ende. Denn so meint er, die Zerstörung der Demokratie kann unbemerkt eingeleitet werden mit Maßnahmen, die noch nicht gegen die verfassungsmäßigen Regeln oder gegen geschriebenes Gesetz verstoßen, die als einzelne Maßnahme noch nicht alarmierend wirken und dennoch die freiheitliche Demokratie immer ein wenig mehr untergraben und den Regierenden schließlich eine unantastbare Vormachtstellung sichern. Wie das gelingt? Zum Beispiel, indem das Wahlrecht oder die Wahlbezirke so modifiziert werden, dass ein Machtwechsel durch Wahlen erschwert oder gar verunmöglicht wird. Oder indem sich Regierungen oder regierungsnahe Unternehmen dazu einen dominierenden Einfluss in der Medienwelt verschaffen. Oder indem Gremien oder sogar oberste Gerichte mit den Anhängern der Regierungspartei besetzt werden. Verfügt die Regierungspartei dann erst einmal über die parlamentarische Mehrheit, weil sie das Wahlvolk beispielsweise mit finanziellen Vergünstigungen lockt oder durch Feindbilder eint, kann sie ganz legal und offen diskriminierende Gesetze durchsetzen. Wir haben vorhin schon einen Verweis auf Osteuropa gehört, auf Ungarn und Polen. Sehr beachtenswerte Phänomene. Wir dürfen keineswegs über Diktatur sprechen. Und trotzdem, im Sinne des Vorgetragenen, ist es wichtig, dass Demokraten hier sehr wachsam sind. Wenn wir etwa in Polen sehen, wie sich der Illiberalismus Schritt für Schritt ausbreitet. So fragen sich viele, folgt manche europäische Demokratie, gar der Türkei oder Russland, mit diesem autoritären Regierungsstil, weil sie vermeintlich eine stärkere Führung dort haben. Das Problem einer derartigen schrittweisen Aushöhlung der Demokratie besteht genau darin, dass es so schwer fällt, den Wandel klar zu definieren und die Menschen dagegen zu mobilisieren. Die einzelnen Anlässe erscheinen dann zu klein. Gravierende oder gar systemveränderte Folgen sind oft schwer vorstellbar, jedenfalls für die Masse. Nur wenn es der Opposition gelingt, die langfristigen Folgen bestimmter Schritte vorauszusehen und dies der Öffentlichkeit überzeugend mitzuteilen, besteht die Chance für einen erfolgreichen Widerstand. Kommt er zu spät oder verabschiedet sich zuerst der Liberalismus, dann ist am Ende die Demokratie am Ende. Was folgt nun daraus? Nur wer sensibel für die Gefahren ist, kann sich diesen frühzeitig und kraftvoll entgegenstellen. Es gilt, den liberalen Geist dieser unserer Demokratie zu verteidigen, wo immer er bedroht ist. Es gilt, die Grundrechte zu sichern, wie sie in unserer Verfassung niedergelegt sind. Die Freiheit des Einzelnen, dem ein größtmöglicher Raum zugestanden wird, um sich zu verwirklichen. Denn das macht ja den Kern der liberalen Demokratie aus. Sie ist eine politische Ordnung, die das Individuum vor äußeren Eingriffen und vor Gewalt, auch vor der möglichen Gewalt des eigenen Staates, schützt. Nach den totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ist diese unauslöschliche Verknüpfung von Liberalismus und Demokratie prägend geworden. Es gibt gerade in unserem Land aus historischen Gründen ein verbreitetes Misstrauen gegenüber Regierungen, die sich für Situationen des Notstands außergewöhnliche Befugnisse zusichern wollen, gleichzeitig allerdings auch sichern müssen, um Gefahren effektiv begegnen zu können. Denn auch, wir wissen das doch alle, im demokratischen Staat gibt es Situationen, in denen die Sicherheit der Gesellschaft bedroht ist, sodass ein Eingreifen des Staates unbedingt erforderlich ist. Dann kann es legitim sein, die Freiheitsrechte eines Individuums tatsächlich partiell einzuschränken, weil etwa ein konkurrierendes anderes Grundrecht wichtiger ist, etwa das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Für alle wachsamen Verfechter der liberalen Demokratie gilt es in solchen Situationen zu prüfen, sind die Notstandsmaßnahmen der jeweiligen Lage angemessen? Oder sind sie eine unverhältnismäßige Einschränkung persönlicher Freiheiten? Sind sie begrenzt?
behalten die Volksvertretungen ihre Befugnisse. Bahnt sich eine Politik an, die etwa die Pandemie nur zum Anlass nimmt, eine Verschiebung politischer Macht durchzusetzen? Meine Damen und Herren, in Deutschland, jedenfalls meines Erachtens, bestand diese Gefahr zu keinem Zeitpunkt. Und sogar bei manchen EU-Partnern müsste die Antwort schon differenzierter ausfallen. Aber wenn ich mir die Sorgen um die Einschränkungen der Freiheit bei einigen Debattenteilnehmern auf den Straßen und im Netz anschaue, dann fragt sich doch, ob die Ängste wirklich begründet sind. Denn sehen wir in dieser Regierung tatsächlich eine Art von Übermut und eine Tendenz zu stärker autoritärer Machtausübung oder sehen wir nicht? Haben wir überhaupt in den letzten Jahren in Deutschland Regierungen gehabt, die eine Tendenz hatten zu forcierter Führung, zu einem stärker autoritären Ausleben ihrer Führungsmöglichkeiten? Eher nicht. Wir haben eher Defizite von Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft in manchen Phasen der Politik gesehen. Aber es gibt doch seriös betrachtet keine wirkliche Sorge, dass die aus aktuell herbeigeführtem Grunde eingeschränkten Freiheitsrechte schon so etwas sind wie eine Entwicklung in jenen Staaten, die sich eine illiberale Demokratie vorstellen können. Also wir wollen die Kirche im Dorf lassen und wir wollen unverdrossen mit unseren in der Tradition der Aufklärung gewachsenen kulturellen Errungenschaften, nämlich unserer evidenzbasierten Erfahrung und unserer argumentationsgestützten Debatte, immer wieder eintreten in solche Kämpfe. Wir wollen Ängste ernst nehmen, aber wir müssen ihnen nicht folgen. Menschliche Ängste sind menschlich und wir werden sie niemals löschen können. Aber der Mut des erkennenden Menschen ist auch eine menschliche Gabe. Und unsere Verantwortungsfähigkeit ist schöpfungsgegeben oder naturgegeben. Sie ist jedenfalls so stark in uns gewachsen, dass eine hinlängliche Zahl an Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern an ihr Teil hat. Und diese Debatte brauchen wir. Sie wird streitig sein, aber sie soll uns nicht in jene Ambivalenz Katastrophe oder Glückseligkeit führen, sondern dazwischen bahnen wir den Weg der liberalen Demokratien. So, Sie spüren, dass ich auf einem Gebiet angekommen bin, wo ich meine Texte verlasse. Und das hat unter anderem eine menschenfeindliche Folge, nämlich, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, überdehnt wird. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Ich wünschte mir, dass unsere Debatten nicht enden, aber ich wünsche mir, dass wir mit der Kraft der Vernunft unsere Debatten zivilisieren, dass die schon errungenen Fortschritte an Zivilität auch künftig unsere Debatten stärker prägen. Dazu ist es meines Erachtens ganz unbedingt erforderlich, dass die Fachleute der unterschiedlichen Gebieten die Debatten nicht jenen überlassen, die sich stark in Gefühlen und Vermutungen bewegen. Und oft sind Wissenschaftler nicht gesonnen, sich in die Debatten auf der Agora einzulassen, sondern sie möchten lieber im geschützten Debattenraum wissenschaftlicher Diskurse agieren. Deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir unter uns an unseren Universitäten, auch in den Fachmedien und in allen wissenschaftlichen Institutionen Individuen haben, die sich trauen, aus dem geschützten Bereich wissenschaftlicher Debatten in die öffentlichen Debatten einzutreten. Es geht nicht, dass halb- oder ungebildete Menschen Meinungsführer werden in Lebensfragen der Nation. Ich bin deshalb so dankbar für unsere Preisträgerin, die ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit einem hinreißenden Charme und mit einer Mischung aus Wissen und pädagogischem Eros so ganz lebensfreundlich unter die Menschen bringt. Meine Damen und Herren, machen Sie bitte Reklame in Ihren Wissenschaftsmilieus für die Fähigkeit der Zuwendung zu denen, die weniger wissen, mit all der Fülle des Wissens, die Sie auf Ihrem jeweiligen Fachgebiet im Hinterkopf haben. Sie müssen ja nicht alles vermitteln, aber das Wesentliche. Und Sie müssen präsent sein angesichts der Meinungsfülle und der Vielfalt jener, die meinen, vermuten, ahnen, wähnen und sich fürchten. So, also da soll es an die Arbeit gehen. Aber zurück zum Text. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was für mich ganz besonders wichtig ist und was für mich, der ich politische Ohnmacht über viele Jahrzehnte in meinem Leben erlebt habe, zentral wichtig ist, das ist eben diese Sicherung der Freiheitsrechte.
Und ich erinnere mich mit großer Freude, wie es uns in Zeiten des Übergangs Lust gemacht hat, aus dem Geist der amerikanischen Verfassung heraus die neue Demokratiewirklichkeit zu gestalten, als wir 89 im Osten aufbrachen, die Demokratie zu erkämpfen. Wir wussten, dass Demokratie mehr ist als nur Wahlen, Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Anfangs war es überall so, dass die freiheitlichen, humanistischen Ideen der Realität zwar voraus waren, und Menschen waren eben nicht alle gleichberechtigt, als die Demokratie begann, sie waren nicht alle wahlberechtigt, sie waren auch nicht alle gleich geachtet. Inzwischen aber stehen die Menschen- und Bürgerrechte in unseren entwickelten Demokratien einem jeden Menschen, ungeachtet seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Religion oder seiner Klassenzugehörigkeit zu. Wer diese Rechte missachtet, kann in Demokratien juristisch belangt werden, und was nicht justiziabel ist, trifft in unserem Land auf deutliche Kritik. Dieser Liberalismus ist meines Erachtens weitgehend eingegangen in die politische DNA unseres Staates. Toleranz, Respekt, die Fähigkeit zum Kompromiss und die Achtung der Rechte von Minderheiten bilden einen grundlegenden programmatischen Bestand unserer Demokratie. Die liberale Idee zeigt sich auch in der sozialen Marktwirtschaft, in der der Markt sozial eingehegt wird und keineswegs alles entscheidet, und in den internationalen Beziehungen, wo das Recht des Stärkeren nicht wie die Beziehungen zum Schwächeren dominieren soll. Sie durchwebt die Werte und Haltungen aller Parteien und Bewegungen, die sich die Verteidigung der Freiheit gegen staatliche Willkür oder auch gegen eine, wie John Stuart Mill genannte, Tyrannei der Mehrheit verschrieben haben. Eine ganz zentrale Rolle für die liberale Demokratie spielt dabei der Pluralismus. Der Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, einst emigriert aus Nazi-Deutschland, aber zurückgekommen, beschrieb in den 50er Jahren die modernen westlichen Gesellschaften nicht homogen, sondern heterogen. Und wenn ich das sage, spüren wir alle vor den Erfahrungen der letzten Jahre, das wird immer Schwierigkeiten schaffen, wenn so etwas sich entwickelt. In diesen Gesellschaften existieren nun verschiedene miteinander konkurrierende Gruppen, angefangen von Gewerkschaften, Vereinen, Parteien bis zu heute, würden wir sagen, Nichtregierungsorganisationen, Bürgerinitiativen, ethnischen, sexuellen, religiösen Interessengruppen. Pluralismus, wie er hier als Grundlage einer liberalen Demokratie verstanden wird, ist deshalb gekennzeichnet von Diskurs, und es wird immer auch Streit geben in ihm. Dem Staat kommt dabei die Aufgabe zu, ich zitiere Fraenkel, im Rahmen der bestehenden differenzierten Gesellschaft zwischen den organisierten Gruppeninteressen auf der einen Seite einen Ausgleich zu bringen, der zur Begründung eines reflektierten Konsensus zu führen geeignet ist. Also für alle. In der Spätmoderne feiern wir oder erleben wir einfach eine Dominanz des Singulären, des Individuellen. Andreas Reckwitz hat ja sehr ausführlich darauf hingewiesen. Doch nachdem Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft geworden ist und auch multiethnische und multikulturelle Gruppen sichtbarer in unserem Alltag mitbestimmen, brauchen wir für die Gestaltung der Demokratie umso mehr das Gemeinsame, das Verbindende. Die Verbindung von Partikularinteressen und Gemeinschaft und einen allgemein akzeptierten Wertekodex, der in politischen Kontroversen dann als Richtschnur gelten kann. Man mag sich streiten, aber da muss etwas Verbindendes da sein. Nur so kann es in der pluralisierten Welt eben heute so etwas wie einen Zusammenhalt der Gesellschaft geben. Und nur so kann das entstehen, was wir die Einheit in der Vielfalt nennen. Mit Sorge schaue ich daher auf jede Verengung des Diskursraumes, wie sie in den letzten Jahren auch in Deutschland immer zugenommen hat. Ich schaue ein bisschen erschrocken auf die US-amerikanischen Universitäten und auf Entwicklungen im angelsächsischen Raum, wo die Differenzen zwischen einzelnen Gruppen betont werden und gruppenzentrierte Fortschrittsmodelle alte Überzeugungen etwa von der universellen Geltung der Menschenrechte zu relativieren begonnen haben.
diese sogenannte Identitätspolitik, die auf der einen Seite das berechtigte Ziel verfolgt, die Diskriminierung von Minderheiten aufzuheben, hat ihrerseits aber die Individuen dann oftmals zu Gefangenen eines ethnischen, religiösen oder sexuellen Kollektivs gemacht. Das kann nicht im Sinne der Aufklärung sein. Und die Heftigkeit und Unerbittlichkeit, in der die Debatten teilweise geführt werden, widersprechen nicht nur dem Prinzip von Toleranz und Liberalismus, sie erschweren auch Solidarität, übergreifende Solidarität und gemeinsames Handeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass Deutschlands liberale Demokratie stabil ist. Denn noch haben Frustration, Kritik, Wut in Deutschland nicht zu einer mehrheitlichen Ablehnung der Demokratie und einer wesentlichen Unterstützung radikaler Parteien geführt. Mir reicht schon die Unterstützung, die es jetzt gibt für radikale Parteien. Wissen Sie, habe ich einen tief aus meinem Gemüt und aus meinen Gefühlen stammenden Widerwillen dagegen. Allerdings muss meine politische Vernunft manchmal auch zu einer erweiterten Toleranz raten, jedenfalls gegenüber denen, die nicht gegen das Grundgesetz und gegen die Rechtsordnung verstoßen. Aber bei uns ist es noch nicht so, dass die Erosion traditioneller Parteien wirklich so massiv ist, dass ich anfangen würde, mich zu fürchten. Klar gibt's Rechts- und Linksradikale, klar gibt's Islamisten und klar ist auch, dass die alle eine Bedrohung sind für unseren demokratischen Grundkonsens. Und natürlich weiß es, dass es im Land Extremisten gibt, die Hass sehen und Fanatiker, die sogar bereit sind zu töten, dass das zersetzende Gift von Fremdenfeindschaft und Rassismus nicht ausgerottet ist, dass es Antisemitismus gibt und dass es Menschen gibt, die unseren freiheitlich-liberalen Lebensstil verachten, ist mir alles klar. Ich sehe auch die Morde, die es gegeben hat, ja nicht nur bei uns, sondern in verschiedenen Ländern Europas, unser Nachbarland Frankreich. All das sehe ich. Aber ich sehe auch, dass diese Feinde der Demokratie, woher sie auch immer stammen, hier in dieser Mitte Europas keine Chance haben, die liberale Demokratie substanziell zu gefährden. Hier muss und wird sich der Rechtsstaat als handlungsfähig erweisen. Und er wird alle diejenigen, die mit Gewalt drohen, in die Schranken verweisen. Dessen bin ich sicher. Und dann kommt noch hinzu, dass es anders ist als in der Weimarer Republik. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wird sich widersetzen, indem sie weder dem Hass noch den populistischen Verführern folgen werden. Klar wünscht sich eine Vielzahl von Bürgern irgendwie einen Wandel. Das passiert immer mal wieder. Als Helmut Kohl lange genug regiert hatte, wollten auch plötzlich alle möglichen Leute einen Wandel. Sie wussten nicht genau welchen, aber es sollte ein Wandel her. Und dieser Wunsch ist aber von der Mehrheit unserer Bevölkerung nicht getragen von dem Wunsch nach einem Systemwechsel. Das ist auch interessant. Nicht wenige sind ja enttäuscht von der liberaldemokratischen Ordnung, weil sie mehr von ihr erwartet haben und weil sie ihr auch immer noch mehr zutrauen. Und sie wünschen sich manchmal mehr Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit, als sie aktuell in bestimmten Problemlagen sehen. Aber sie setzen ihre Hoffnung eben auch nicht nur auf zivilgesellschaftliche Aktionen wie etwa Fridays for Future und auf solche Bewegungen und Proteste auf der Straße, sondern immer wieder und gerade augenblicklich setzen sie ihre Hoffnung auch auf Wahlen. Da kann neu gewonnen und neu verloren werden, Wandel ist möglich. Manche sehen Wahlen als unzureichende Partizipationsmöglichkeit, klar. Aber es zeigt sich doch auch immer wieder, dass Wahlen Personen zu aktivieren vermögen, die lange Zeit sich fernhalten von der Mitwirkung. Wahlen erwecken eben doch die Hoffnung auf Änderung und für die jeweils präferierte Partei die Hoffnung auf Sieg. Sie wecken auf Hoffnung auf Erneuerung und um solche Hoffnung nicht zu enttäuschen, muss Politik sich daran zu gewöhnen, entschiedener und effektiver zu sein. Und wo sie es tatsächlich ist, muss sie es nicht verbergen, sondern deutlich und bürgernah kommunizieren. Deshalb ist die Art, wie wir kommunizieren, auch ein wichtiger werdendes Element dessen, was wir Politikgestaltung nennen. Nicht nur die Definition von Zielen, sondern auch die Vermittlung unserer Ziele und unserer Regierungspraxis
ist etwas, was die Demokratie schwächen oder stärken kann. Natürlich ist die Demokratie die Gesellschaftsform, in der möglichst viele Bürger auf die eine oder andere Kraft partizipieren. Aber die Regierten dürfen auch auf etwas hoffen, dass die Kraft und der Wille zur Kursbestimmung in der gewählten Führung deutlich erkennbar wird. Denn wenn das nicht geschieht, sind die Demokraten wie eine Mannschaft ohne Kapitän. Führungswille hat nichts mit der wirklich hässlichen Vorstellung eines Führers zu tun und eines autoritären Führungsgestus, sondern es gibt diese demokratisch legitimierte Führung, die erfahren werden will. Ich weiß, dass den Bürgern bei solcher Form von Regierung Zumutungen nicht erspart bleiben werden und dass viele dann das immer wieder in Frage stellen. Das ist nicht einfach, wenn ein Regierungschef sich entschließt, mit seiner eigenen Partei und den Gewerkschaften in einen richtig heftigen grundsätzlichen Konflikt zu geraten, wie wir es einst unter Rot-Grün erlebt haben. Aber es war in der Sache eine Entscheidung, die nicht aus Willkür gewachsen ist, sondern aus der Sorge um die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft. Und deshalb muss gelegentlich auch ein Regierungsstil gewagt werden, der nicht automatisch der Zustimmung aller gewiss ist. Natürlich werden wir immer so etwas wie einer anthropologischen Konstante begegnen. Und das erschwert im Grunde unser ganzes politisches Handeln. Ich spreche von der anthropologischen Konstante der Furcht vor der eigenen Autonomie, der Furcht vor der eigenen Verantwortung, letztlich der Furcht vor der Freiheit. Aber ich weiß natürlich auch, neben dieser anthropologischen Konstante existiert eine andere, nämlich die unauslöschliche Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit, nach lebenswertem Leben. Und deswegen lernen es Menschen immer wieder, die in ihnen angelegte Fähigkeit zur Eigenverantwortung, dieser schönsten Form der Freiheit, wachzurufen. Aus dieser Fähigkeit ist unsere Demokratie erwachsen. Und aufgrund dieser Fähigkeit hat sich unsere Demokratie immer wieder verändert. Demokratie, so könnten wir es sagen, sie ist also nicht, sondern Demokratie, sie wird. Sorgen wir also miteinander dafür, dass dieses Werden unter uns lebendig bleibt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Vorhin, meine sehr verehrten Damen und Herren und lieber Herr Bundespräsident Gauck, vielen Dank noch einmal. Vorhin habe ich über die Kunstinstallation der deutsch-iranischen Künstlerin Bettina Pustschi, die das Konzerthaus zum Zeichen seines 200-jährigen Jubiläums als Einweihung als Schauspielhaus damals schmückt. Wie ein Amplifier, zu Deutsch wie ein Verstärker, könnte es ja nun auch wirken, wenn unsere Akademie zwei so häufig in der letzten Zeit ausgezeichnete Personen erneut auszeichnet. Maitin Nguyen Kim und Christian Drosten. Wenn da draußen aber verstärkt wird, will die Akademie drinnen nicht nur verstärken, nicht nur amplifying. Wir möchten, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Preisträgerinnen, verehrter Preisträger, unsere ganz eigenen Akzente setzen. Und wir möchten den Akzent setzen in einer Debatte, in der durchaus umstritten ist, ob die Kommunikation von Wissenschaft zu den genuinen Aufgaben von Wissenschaft gehört und die exakte Differenzierung zwischen den Aufgaben von Wissenschaft und Journalismus, von Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit teilweise recht heftig debattiert wird. Sie, lieber Herr Drosten, und Sie, liebe Frau Nguyen Kim, machen jeweils auf sehr eigene Weise und mit Ihren sehr unterschiedlichen biografischen Hintergründen deutlich, dass sich in den letzten Jahren die Situation von Wissenschaftskommunikation in Deutschland radikal gewandelt hat. Man darf, der Bundespräsident hat es gesagt, eben nicht mehr erwarten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie in der frühen Neuzeit von einem Balkon mit ihren eigenen Worten zu einer staunenden Menge sprechen können und es gar nicht darauf ankommt, ob in dieser staunenden Menge irgendwer etwas versteht oder nicht. Neue Formate und neue Medien sind gefragt. Die früher nur stumm staunende Menge möchte mitreden. Und diese neuen Kommunikationssituationen und Kommunikationserwartungen erfordern neue Professionalitäten. Wir zeichnen Sie, lieber Herr Drosten, und Sie, liebe Frau Nguyen Kim, dafür aus, dass Sie Standards für neue Professionalitäten, man könnte allgemeiner sagen, für die Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation auf der Seite der genuinen Wissenschaft und auf der Seite des Wissenschaftsjournalismus gesetzt haben. Und diese Arbeit an der Professionalisierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier liegt die eigentliche Pointe, die wir mit unserer Auszeichnung verbinden, ist nicht nur Förderung von Wissenschaft, sondern eine genuine wissenschaftliche Aufgabe. Dafür verleiht laut Ordnung zur Vergabe der Leibniz-Medaillen die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften diese Auszeichnung und deswegen erhalten der Virologe Christian Drosten von der Charité Universitätsmedizin Berlin und die Wissenschaftsjournalistin Maitin Nguyen Kim in diesem Jahr die Leibniz-Medaille, obwohl sie für andere Aspekte ihrer Arbeit schon verdienterweise vielfältig ausgezeichnet worden sind. Ich gehe alphabetisch vor, also mit D wie Drosten. Christian Drosten, Virologe, hat, es ist schon angedeutet worden, in der schwierigen Krisensituation dieser Pandemie Außerordentliches geleistet. Der weltweit verwendete PCR-Test für das SARS-CoV-2-Virus kommt aus Ihrem Labor, sondern eben auch, es ist bereits angedeutet worden, auf den Feldern der Kommunikation von Ergebnissen der Wissenschaft, der Politikberatung und davon war eben die Rede der Gesundheitsberatung, so könnte man das vielleicht klassisch nennen, breiter Kreise der Bevölkerung. Sie haben aber auch viele zentrale virologische Publikationen vorgelegt, D
die sehr viel Beachtung gefunden haben und haben ein Leben vor der Charité am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und dann in Bonn, wo sie ab 2007 gearbeitet haben, bevor sie eben 2017 hierher gekommen sind. Sie haben eine Vorgeschichte mit der BBAW. Sie waren Mitglied der Jungen Akademie an der BBAW und an der Leopoldina. Aber vor allen Dingen ist es Ihnen in maßstabsetzender Weise in den letzten 15 Monaten mit Ihrem Podcast, mit Zeitungsartikeln und Fernsehauftritten gelungen, nicht nur Grundzüge virologischer Forschung und deren jeweilige Fortschritte ohne Substanzverlust zu erklären, sondern auf diese Weise auch etwas mitzuliefern über die Methodik von Wissenschaft, aber eben auch die Grenzen von Wissenschaft. Wenn man, wie Sie, lieber Herr Drosten, Wissenschaftskommunikation als genuiner Wissenschaftler professionalisiert, dann wird auch deutlich, Popularisierung von Wissenschaft muss nicht mit Niveauverlust einhergehen. Das passt zusammen. Wenn Sie es lateinisch hören wollen, delectare et prod esse. Allerdings kann man sich an Ihrem Beispiel auch klar machen, unter welchen Umständen gegenwärtig wenigstens ein Teil der bundesrepublikanischen Kommunikationsgesellschaft funktioniert. Sie haben großen Mut und viel Stehvermögen bewiesen, als Sie angefeindet, persönlich bedroht wurden und Medien versuchten, Ihre Integrität, Ihre wissenschaftliche Integrität in Zweifel zu ziehen. Meine Damen und Herren, professionalisierte Wissenschaftskommunikation bekommt es vielleicht gerade wegen ihrer Professionalität, besonders mit Alter und neuer Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun. Die wird gleichsam aggressiver. Und sie engagieren sich hier stellvertretend für die ganze Wissenschaft, damit die Aufklärung nicht unter die Räder kommt. Und dafür bekommen Sie, wenn Sie jetzt auf die Bühne kommen, die Leibniz-Medaille unserer Akademie. Da das ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Rechtsakt ist, muss auch der Rechtstext verlesen werden. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, verleiht Professor Dr. Christian Drosten in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Förderung der Wissenschaften die Leibniz-Medaille 2021, Berlin, den 5. Juni 2021, hat der Ihnen ganz herzlich gratulierende Präsident unterschrieben. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Nehmen Sie etwas davon. Wir verleihen eine Leibniz-Medaille aber auch an die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Maiteen Nguyen Kim, vielen bekannt geworden durch ihren wunderbaren und schon erwähnten YouTube-Kanal MyLab. Schon ihr Video zum Glyphosat-Thema, darf ich Werbung machen, dass Sie ansehen müssen, wenn Sie noch nicht zur 500.000 gehören, die das bereits gesehen hat. Ihr Video aus dem Jahre, aus dem Oktober 2019 hat viele begeistert, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Aber Ihre Form der Wissenschaftskommunikation, wenn ich das richtig sehe, hat sich noch einmal in der Pandemie verändert. Denn neben Videos zur Pandemie selbst,
Das erste Video vom April 2020 hat innerhalb von 4 Tagen mehr als 4 Millionen Aufrufe erreicht. Stellen Sie auch Analysen von Kommunikation ins Netz. Also Sie sind auf der 2. Ebene tätig. Nicht nur Kommunikation über das Virus, sondern Analyse der Kommunikation über das Virus. Und im Video What geschieht das zum Beispiel, wo 3 Virologen analysiert werden, unter anderem auch Herr Drosten. Und in dem Video Bildunk haben Sie eine bekannte Boulevardzeitung analysiert. Guter Wissenschaftsjournalismus ist in Zeiten sinkender Printauflagen und unklarer Bezahlstrukturen im Internet teuer. Guter Wissenschaftsjournalismus ist teuer und insbesondere angesichts der perniziösen Spezialisierung der Wissenschaften und ihrer akzelerierenden Professionalisierung schon gar nicht billig zu haben. Er setzt umfassend gebildete Journalistinnen und Journalisten voraus. Sie haben an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz studiert, am Massachusetts Institute of Technology Chemie und werben für Begeisterung für Chemie, die Sie ausstrahlen. Anschließend haben Sie an der RWTH Aachen und der Harvard University promoviert über intelligente Materialien für medizinische Anwendung. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr schwungvoll geschriebenes jüngstes Buch lesen, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft, dann zeigt sich erneut, dass über komplexe Sachverhalte wie dem strittigen Zusammenhang zwischen gewaltbereiten Verhalten und Videospielen oder über die Frage nach der Vererbbarkeit von Intelligenz unterhaltsam geschrieben werden kann, ohne dass Niveauverlust droht. Steht im Hintergrund der unterhaltsamen Schreibtechnik klares Denken und wird klar gegliedert und erhellend illustriert, hilft das unter Umständen mehr, muss ich selbstkritisch sagen, als viele lange Fußnoten und barocke Sprachfülle. Die Beobachtung, liebe Frau Nguyen Kim, dass wir einen Konsens über eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit brauchen, wenn wir in einer demokratischen Gesellschaft zusammenleben und niveauvoll streiten wollen, wäre in einer Leibnizischen Akademie eigentlich fast schon allein einer Auszeichnung würdig gewesen. Kleinste gemeinsame Wirklichkeit, herrliches Stichwort. Hat auch unser Akademiegründer immer darauf hingewiesen, dass ohne die Idee einer letzten Einheit von Wirklichkeit als Leitidee, kleinste gemeinsame Wirklichkeit, ohne die Leitidee einer letzten Einheit von Wirklichkeit in praktischer Anwendung nur wissenschaftliches Chaos droht. Und Chaos in dieser Hinsicht ist aufklärungsfeindlich. Wegen solcher Verdienste, Frau Nguyen Kim, zeichnen wir Sie mit der Leibniz-Medaille aus, wenn Sie die Bühne betreten. Auch hier gilt, der Rechtsakt wird wirksam durch die Verlesung. Die Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, verleiht Dr. Mai Thi Nguyen Kim in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste um die Förderung der Wissenschaften die Leibniz-Medaille 2021, hat am 5. Juni 2021 ihr Präsident unterschrieben und gratuliert ganz herzlich. Ja. Liebe Frau Nguyen Kim, lieber Christian,
Wir duzen uns, wir waren zusammen in der Jungen Akademie. Sie, ihr betreibt Wissenschaftskommunikation auf dem allerhöchsten Niveau. Das ist vielfach festgestellt worden. Und deswegen haben Sie heute auch die Leibniz-Medaille bekommen. Dafür natürlich auch von meiner Seite nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Frau Nguyen Kim, Sie haben mit Ihrem YouTube-Kanal ein ganz neues Format der Wissenschaftskommunikation entwickelt. Sie haben inzwischen 1,3 Millionen Abonnenten, wahrscheinlich sind gestern schon wieder ein paar 10.000 dazugekommen. Sie haben mit Ihrem Beitrag Corona fängt erst gerade an, über 6,5 Millionen Aufrufe erzielt und haben es geschafft, kritisches Denken echt cool zu machen. Und damit auch Leute erreicht, die vielleicht vorher sich selbst nicht als wissenschaftsaffin bezeichnet hätten. Welche positiven Entwicklungen haben Sie gesehen in jetzt den letzten, sagen wir, 15 Monaten, 18 Monaten, was Wissenschaftskommunikation angeht, an Bereitschaft zu kommunizieren? Was ist besonders gut gelungen, finden Sie? Aber wo haben Sie auch Grenzen beobachtet? Ja, erstmal Dankeschön. Ich bin mir immer noch unsicher, ob die letzten Monate, ob die Pandemie, ob das bisher die beste Zeit für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation war oder die schlimmste. Was sicherlich immer gut ist, ist überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wir leben im Informationszeitalter und Aufmerksamkeit ist alles. Es ist eine sehr wertvolle Ressource und eine, die wissenschaftlichen Inhalten zuvor nicht so wirklich zur Verfügung stand. Deswegen bin ich dafür erstmal dankbar und versuche das auch zu nutzen. Und natürlich, damit ergeben sich aber auch ganz neue Herausforderungen, eben weil man dann Menschen erreicht, die zuvor sich noch nie um Wissenschaft Gedanken gemacht haben und dann auch vieles missverstehen. Also ich denke, dass Wissenschaft überhaupt in den Fokus gerückt ist, dass Menschen, manche vielleicht erst jetzt verstanden haben, dass das wirklich was mit unserem Leben zu tun hat und nicht nur etwas ist, was in Laboren oder zwischen Bücherregalen passiert. Das ist gut. Es ist nur ein sehr, sehr kompliziertes, schwieriges Verhältnis zwischen Wissenschaft und Medien. Und Dinge wie False Balance, dass zum Beispiel Journalisten dazu neigen, jede Meinung mit einer Gegenmeinung zu kontrastieren, obwohl das wissenschaftlich nicht unbedingt Sinn ergibt. Das sind bisher noch ungelöste Probleme, die sich verstärkt haben während der Pandemie. Christian, dich kennen wir nicht nur aus Film, Funk und Fernsehen, zahlreichen Interviews, sondern auch aus dem vielgerühmten NDR-Podcast, das Coronavirus-Update, auch ein treuer Begleiter in meiner Zeit in der Pandemie, den du inzwischen mit deiner Kollegin Sandra Ciesek machst. Und vielleicht an dieser Gelegenheit muss man auch mal die Kolleginnen vom NDR erwähnen, Corinna Hennig, Beke Schulmann, ich denke, das ist auch Wissenschaftskommunikation auf dem allerhöchsten Niveau. Die klugen Fragen sind ja auch immer die Voraussetzung dafür, dass man vielleicht kluge Antworten geben kann. Und was waren für dich beglückende Momente in diesen wirklich turbulenten und harten Zeiten? Und wo würdest du sagen, gab es aber auch wirklich schwarze Erfahrungen, ganz dunkle Zeiten? Was hat nicht funktioniert in der Kommunikation? Naja, also beglückende Momente gibt es immer dann, wenn man Personen trifft, die man sonst nicht getroffen hätte. Also ich habe in der Zeit extrem interessante Leute kennengelernt, nicht nur jetzt im Fach, sondern vor allem darüber hinaus auch in der Politik, im Journalismus. Das ist wirklich interessant, das ist eine Erfahrung, die man sonst als Wissenschaftler gar nicht machen kann. Und das hält einen da natürlich auch bei Laune. Die negativen Aspekte sind ja hier zum Teil schon angedeutet worden. Medienmechanismen, die fast unvermeidbar sind, weil es Marktmechanismen sind. Ich glaube, das reicht schon, wenn man es in der Weise andeutet. Und natürlich gibt es ja auch besorgniserregende Beobachtungen, die man in seinem eigenen Alltag macht, wenn man in so einer Position ist. Also ich werde inzwischen auf der Straße erkannt und das nicht immer nur in positiver Konnotation. Das ist einfach so. Und ja, gut, da hoffe ich jetzt ganz für mich selber, dass die Öffentlichkeit ein relativ kurzes Gedächtnis hat. Hat sie ja normalerweise, ja.
Klar, was wir, glaube ich, auch gesehen haben, nicht nur bei der Preisvergabe insgesamt, also wer Preise bekommen hat, sondern wir sehen ja so das Power-Law gewissermaßen, also sehr wenige Leute, auf die wird sich sehr stark fokussiert, und dann gibt es bestimmt auch noch sehr viele andere kompetente Leute, die vielleicht auch gerade ganz heilfroh sind, dass sie einfach ihrer Forschung nachgehen können. Würden Sie sich da auch manchmal eine gewisse Diversifizierung wünschen? Ja, das gehört ja auch zu Medienmechanismen dazu. Es geht ja leider nur sekundär oft um Inhalte und dann primär um Personen. Ich glaube, Christian Drosten und ich leiden da weiter ein bisschen drunter. Und gleichzeitig darf man auch nicht so naiv sein, zu glauben, gerade wenn man wissenschaftliche Inhalte vermitteln möchte, dass die Inhalte alleine die Leute schon mitreißen. Mir ist schon bewusst, dass auch meine Persona ein wichtiges Vehikel ist, das mir erlaubt, Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen würde. Also um ein positives Beispiel zu nennen, ich erreiche ganz viele junge Frauen und Mädchen. Das ist immer ganz schön. Manchmal geht es auch fast ein bisschen zu weit. Ich kriege ganz viele Nachrichten von Mädchen oder jungen Frauen, die sich jetzt wegen mir in ein Chemiestudium eingeschrieben haben. Und hoffe so, hoffentlich bereuen die das nicht und sind dann ganz böse auf mich. Aber natürlich ist das toll, ohne dass ich jetzt das groß thematisieren müsste. Einfach nur dadurch, dass ich mit meinem Gesicht vor einer Kamera stehe, über Chemie spreche, über Wissenschaft. Und das ist das Chance und Herausforderung zugleich. Ja, aber das kann ich gut verstehen. Also Rollenmodelle sind einfach unglaublich wichtig, wie man sich entscheidet, wenn man nicht sehen kann, dass man für sich, ich zum Beispiel, als ich das erste Mal auf eine Konferenz gegangen bin und da lief eine Frau in einem kurzen Kleid rum mit Lippenstift, da habe ich gedacht, okay, es ist für mich ein Weg in der Wissenschaft da. Man muss nicht gewissermaßen in Sack und Asche gehen, ja, man kann auch irgendwie mit einem kurzen Rock rumlaufen, ist auch in Ordnung. Sie sind beide ja auch in der Factory Viscom, oder ihr beide seid in der Factory Viscom engagiert, einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Strategieprozess, wo es darum ging, was Herr Markschies ja auch schon erwähnt hat, also Professionalisierung von Wissenschaftskommunikation, wie kann man Wissenschaftskommunikation noch stärker in der Wissenschaft verankern. Wen sehen Sie hier in der Pflicht eigentlich? Also muss mehr geredet werden von allen oder sollte von manchen mehr geredet werden, sollte besser geredet werden, oder geht es nicht auch um besseres Zuhören? Du bist ja aktiver gewesen. Das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, pauschal allen Wissenschaftsdisziplinen ein gewisses Grundniveau an Öffentlichkeitskommunikation aufzuerlegen. Ich glaube, das gibt einfach irgendwann ein Geschnatter. Und es gibt, glaube ich, auch, man sagt ja Domain Expertise, dieser Begriff ist, glaube ich, ganz bezeichnend. Es gibt so Domänen in der Wissenschaft, die manchmal plötzlich wichtig werden. Also Virologie in der Pandemie. Früher hat man gar nicht gewusst, was das für ein Fach ist. Und jetzt sind wir da irgendwie so in diesem Fach eigentlich so im Zentrum des Geschehens. Wir verstehen so ein bisschen die Epidemiologie, wir verstehen auch die Biochemie, alles, was dranhängt. Da ist die Virologie so ganz in der Mitte als eigentlich fragestellende Disziplin. Und weil sie so lange Jahre Fragen gestellt hat, hat sie auch ganz schön viele Antworten und ganz schön viel Berufserfahrung. Und diese Berufserfahrung ist etwas, das, sagen wir mal, Evidenz, wie man sie sich eigentlich vorstellt, dann manchmal auch überwiegt und eine gewisse Urteilskraft mit sich bringt, die man dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen muss. Das ist einfach eine Verpflichtung. Also wir können nicht ewig auf die demnächst publizierten Studien warten, um politische Entscheidungen zu treffen. Da muss man auch mal sagen, Moment mal jetzt, ne? Also aus einer gesunden Facherfahrung heraus wird das so laufen und dann läuft das auch so. Und Situation, die gilt auch für viele andere, aber nicht für alle Wissenschaftsdomänen in bestimmten Situationen. Also klar gibt es in der Meteorologie und in den Geowissenschaften Fragen auch aus so einem Domain-Knowledge heraus für Klimafragen, für andere Fragen, die jetzt gerade auf der politischen Agenda ganz oben sind. Und das gilt wahrscheinlich auch für Zweige der Sozialwissenschaft. Ich kann das so gar nicht beurteilen, weil ich da einfach auch in der Fach,
Disziplin drinstecke. Aber ich glaube, das ist so ein Teil der Antwort, die man geben kann. Und die gesamte Frage kann ich nicht beantworten. Das ist zu komplex. Ich würde auch zustimmen, dass es keinen Sinn macht, jetzt von allen Forschenden zu verlangen, auch zu kommunizieren. Aber ich denke, die Wissenschaft muss sich vielleicht so eine Grundsatzfrage stellen. Denn Wissenschaftskommunikation wird manchmal so missverstanden als nur erklären, was man macht. So ein bisschen der Erklärbär sein und allen so ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene, so ein bisschen auf dem Tablett präsentieren. Es ist natürlich sehr herausfordernd, ich sage das jetzt so, aber das ist schon nicht ganz einfach und es ist ein wichtiger Teil von Wissenschaftskommunikation. Aber was auch dazu gehört, ist die Einordnung in einen Kontext. Wissenschaft ist nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum, sondern in einem gesellschaftlichen politischen Kontext. Und da muss es auch, es liegt auch in der Verantwortung der Wissenschaftler einzuordnen. Und da ist es halt für manche schwierig, sehr nachvollziehbar, dass sie sagen, die Wissenschaft kann sich aber nicht einmischen. Wir sind keine Politiker, wir können dazu nichts sagen. Es muss neutral sein, es muss frei von Ideologie sein. Hier sind die Fakten, aber was man daraus folgt, das ist eure Sache. Und das Problem daran ist, dass dann diese Folgerung andere Menschen unternehmen. Dass Politiker, Populisten, Ideologen die Wissenschaft immer missbrauchen werden, um eben auch politische Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, wenn man die Neutralität der Wissenschaft verteidigen möchte, muss man sich fast schon einmischen. Gerade in der heutigen Zeit mit den neuen Medien, wo es keine Gatekeeper mehr gibt, wo alle mitreden können. Und ich denke, da muss man mitmischen. Aber ist das wirklich... Danke. Aber spricht nicht doch auch einiges dafür zu sagen, dass man gewissermaßen in Szenarien kommuniziert und sagt, also aus unserer Perspektive stellt sich das folgendermaßen dar. Daraus folgt das und das und das. Aber trotzdem auch klar signalisiert, wir sind aber nicht die, die das entscheiden. Weil ich habe schon auch manchmal den Eindruck, dass es Forscherinnen oder Forscher gibt, die eben gleich die Empfehlungen mitliefern, was jetzt getan werden muss, die dann nicht befolgt wird, aber gleichzeitig ist sozusagen eine Bühne bereitet von, die Wissenschaftler haben ja gesagt, was zu tun ist. Und das stimmt ja nicht immer, ja, weil im Prinzip ja in der Politik letztendlich die Aufgabe der Politik, dann sehe ich die schon auch in einer anderen Pflicht, in einem anderen Kontext, letztendlich noch mehr zu berücksichtigen als nur das, was die Wissenschaft zu einem Thema sagt. Ich meine, das ist ja auch etwas, was du, Christian, immer sehr deutlich kommuniziert hast. Also wie kriegt man genau diese Gratwanderung hin zu sagen, ich denke jetzt nicht nur über mein Epitop nach, über mein Virus, über meine Infektionsrate, sondern natürlich auch, was heißt das in einem größeren Kontext, ohne aber jetzt gewissermaßen vorwegzugreifen, was heißt das auf einer politischen Ebene, wie wiege ich denn jetzt ab, mache ich erst die Kneipen wieder auf oder die Schulen? Ja. Also wie würde ich Sie da verstehen? Also in dem angesprochenen Virologen-Video, wo ich Christian Drosten mit Hendrik Streeck und Kekulé verglichen habe, habe ich ein Konzept aus der Wissenschaftskommunikation von Jean-Luc Dumont verwendet, ganz toller Wissenschaftskommunikator, nämlich What und So What. Also Wissenschaftler reden gerne über das What, was wurde gemacht, hier sind die Daten und gehen da gerne ins Detail. Und der Laie, die staunende Masse steht dann unten und sagt jetzt so what, also was machen wir jetzt damit? Und das ist eben so der Klassiker, würde ich sagen, das, was ich gerade genannt habe, wenn sich Wissenschaftler gar nicht trauen, ein so what zu ziehen. Was aber natürlich auch passiert ist, dass manche da gar kein Problem mit haben und vielleicht auch ganz gerne auf Bühnen stehen und so what's verkündigen. Und da gibt es halt derzeit, glaube ich, nicht genug, ich nenne es jetzt mal Kontrollmechanismen, also ähnlich wie es innerhalb der Forschung, die ist ja so eine self-correcting machinery. Und es gibt ja unterschiedliche Kontrollmechanismen und dass dann von außen eine Community draufschaut und sagt, guck mal, dein what passt gar nicht zu dem so what, zu der politischen Forderung, die du hier empfiehlst. Wo ist deine Evidenz? Wie kommst du darauf? Und diese Rolle haben momentan Wissenschaftsjournalisten in Deutschland und von uns gibt es, finde ich, viel zu wenige. Das hat man leider gemerkt. Die großen Sendungen mit den guten Sendeplätzen sind politische Sendungen. In den Politredaktionen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sitzen keine Wissenschaftsredakteure in der Regel. Und das
Wissenschaftskommunikation ist nur hilfreich, wenn sie auch wirklich gut und korrekt ist, weil sonst kann sie viel Schaden anrichten. Ja, wir haben hier nicht so viel Zeit. Das Buffet ruft oder das Mittagessen wahrscheinlich bei einigen. Trotzdem, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen, der uns Forscher und Forscherinnen ja irgendwie beschäftigt. Das ist, also wenn man Wissenschaftskommunikation als Beruf hat, dann kann man das ja von den ganzen Tag machen. Aber Christian, du bist ja eigentlich Forscher. Mhm. Ja? Also dein Kerngeschäft ist herauszufinden, was hat es mit diesen Viren auf sich, wie sind die Infektionsraten in verschiedenen Altersgruppen zu beurteilen, um diese kürzlich erschienene Studie da zu zitieren. Wie kriegst du diesen Spagat hin zwischen Forschung, Lehre, bei manchen auch noch, ich weiß nicht, wie engagiert du da auch noch bist, Kommunikation und an Wissenschaftskommunikation an eine breitere Öffentlichkeit. Hast du auch manchmal daran gedacht, dass es sehr schön wäre, wenn man wieder zurück in den Elfenbeinturm könnte? Ja, also ich habe das ja auch praktisch gemacht. Also am Anfang dieser Pandemie, als tatsächlich große Ratlosigkeit herrschte, war dieser Podcast, den ich da gemacht habe, täglich. Und das ist dann ja in der Frequenz immer weiter zurückgefahren worden. Inzwischen mache ich es alle 14 Tage zusammen mit Sandra Ziesek im Wechsel. Und ich denke, das wird noch eher ein bisschen noch weiter zurückgefahren werden in den kommenden Monaten, weil es einfach zeitlich kaum zu leisten ist. Ne? Und weil natürlich man immer mehr auch in eine Diskussion reingezogen wird, die gar nicht mehr wissenschaftlich ist und zu der man eigentlich gar nichts unbedingt beitragen sollte als Wissenschaftler. Ist eben aus der Wissenschaftsperspektive von jemandem so wie ich, der ein Institut leitet, der ein eigenes Forschungsthema hat und auch letztendlich für eine gewisse Forschungsfinanzierung sorgen muss, irgendwann keine gute Bilanz mehr. Das muss man einfach sagen. Also man bekommt dafür keine Forschungsfinanzierung und man hat in seiner eigenen Forschungsfinanzierung definitiv nach einer Zeit Lücken. Also man kann nicht ständig diese Art von Wissenschaftskommunikation machen. Das ist für mich eine aus der Situation geborene Ausnahmesituation und vielleicht erwischt es in einem oder zwei Jahren irgendeine andere Wissenschaftsdisziplin mit einem anderen gesellschaftlich relevanten Thema. Wir haben das ja in der Frage vorher auch schon mal angesprochen, die Forschungsförderung und die Politik verlangt Wissenschaftskommunikation. Wie soll sie das eigentlich verlangen? Das ist so ein Teil der Frage. Ein anderer Teil der Frage ist, wie geht das in eine gewisse Leistungsbewertung ein? Wie geht das in eine Vergütung ein? Alle diese Dinge müsste man dann ja auch diskutieren. Und für viele dieser Fragen gibt es gar keine Antworten im Moment. Ja. Also es gibt vielleicht schon eine größere Bereitschaft, das anzuerkennen. Also die DFG hat den Kommunikatorpreis. Ja. Es gibt auch Preise an Hochschulen dafür und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch Leute, die finden, dass es ein gewisses Geschmäckle hat, ja, wenn man allgemeinverständlich sich ausdrücken kann und vielleicht ein Buch schreibt, wie einer mal zu mir sagte, ja, aber das ist ja allgemeinverständlich, das zählt nicht. Ja, also was du da geschrieben hast. Zum Abschluss dieser kleinen Runde möchte ich noch mal auf eine Grundannahme kommen. Da verbindet sich einiges. Das Rhinoceros schaffe ich jetzt nicht einzubauen, aber aus der Rede von Herrn Gauck, was die Grundannahme von Aufklärung, von Wissenschaft und damit auch Wissenschaftskommunikation darauf aufbaut, nämlich die vielleicht auch etwas naive Vorstellung, dass sich Menschen durch gute Argumente immer überzeugen lassen. Und es ist jetzt gerade in der Zeitschrift PNRS eine Studie herausgekommen, die zeigt, dass Leute sich am ehesten überzeugen lassen, wenn eine Information mit ihrem Glaubenssystem kompatibel ist. Also es ging konkret um evangelikale Christen und wie könnte man die davon überzeugen, doch Masken zu tragen. Und das war dann der Fall, wenn man es als patriotischen Akt verkauft hat oder aber als eine Form von Nächstenliebe. Dann stieg die Bereitschaft. Und heißt das nicht umgekehrt für uns, dass wir mit wissenschaftlichen Argumenten ohnehin nur Leute erreichen, die, wenn ich das mal so sagen darf, schon an die Wissenschaft glauben? Und wie kriegen wir es hin, dass mehr Leute an Wissenschaft glauben? Ist das nicht eigentlich die Frage? Ja, gewissermaßen sich überhaupt auf dieses System einzulassen, zu denken, zu argumentieren. Wie sehen Sie das? Wie seht ihr das? Also ich glaube, eine Antwort, die man darauf geben kann, ist, indem man sich als Person dafür hergibt,
Ne? Also das ist tatsächlich so. Also wenn man mit einer gewissen persönlichen Authentizität in der Öffentlichkeit steht und dann gleichzeitig gesehen wird, aha, das ist aber auch jemand, der ist Wissenschaftler, also der ist gar nicht grenzwertig verrückt oder sonstige Attribute, die man vielleicht für Wissenschaftler hat, sondern das ist ein ganz normaler Mensch, dann wird das natürlich greifbarer. Also ist das jetzt ein Argument für die Home Story? Nein, also sicher nicht für die Home Story, aber vielleicht für das Verwenden einer normalen Sprache, für das Vermeiden von Codes und Abkürzungen, solche Dinge spielen da sicherlich eine Rolle. Ich habe da tatsächlich einen ganz optimistischen Blick drauf. Es ist natürlich auch wieder Glaubenssache bei meiner Seite. Aber natürlich, ich bin ja gerade, weil ich auch den großen YouTube-Kanal habe, konfrontiert mit den wildesten Kommentaren, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Und auch mit ganz, ganz tief sitzenden Verschwörungsglauben. Und natürlich werde ich diese Menschen wohl nie erreichen. Das ist dann, befindet sich dann nicht mehr auf einer rationalen Ebene. Und die kommen einem jetzt gerade halt sehr, sehr viele vor. Aber letztendlich ist es immer noch eine kleine, laute Mehrheit, die sich eben gerade im Netz leicht durch Empörung Gehör verschaffen kann. Ich weiß aber ziemlich sicher, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Statistik schaue, meines YouTube-Kanals, dass der Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer still sind. Und das, was man in der Kommentarspalte liest, ist nicht repräsentativ. Das ist das eine. Und das zweite ist, man wird ja nicht als Verschwörungsgläubiger geboren. An irgendeinem Punkt in seinem Leben, ne, informiert man sich und ja, irgendwann bildet man sich vielleicht auch eine Meinung, die dann nicht mehr so leicht zu ändern ist. Aber deswegen ist es einfach wichtig, auch präsent zu sein mit Wissenschaft. Denn manche, die sich dann erst während der Pandemie zum ersten Mal damit beschäftigen und damit anfangen, Christian Drostens Podcast zu hören, sind dann natürlich auch geprimed. Ja? Also da wirken ja dieselben Mechanismen. Oder ich erreiche viele junge Leute, das ist auch ganz toll. Und da lese ich zumindest qualitativ auch aus den Kommentaren zum Beispiel raus, dass sie noch recht offen sind. Zum Beispiel, dass sie sagen, ja, danke für das Video übers Impfen. Meine Eltern finden das ja nicht so toll, aber ich schaue mir das jetzt mal genauer an. Also das ist schon ganz, macht viel Mut, sowas zu lesen. Ja, sehr gut. Also ich denke, eine Hoffnung setze ich sehr stark darauf, dass wir Wissenschaft auch immer als Prozess kommunizieren. Also dieses nicht, die Wissenschaft hat festgestellt und so ist es. Also ich sage mal, das ist die ISO-Wissenschaft, die finde ich nicht so gut, sondern die, dass man sagt, wir arbeiten auf diese Weise, das ist der gegenwärtige Erkenntnisstand. Das kann sich auch noch verändern und dass man also diese Versuche, so mal die Wissenschaft als Heilsbringerin, ja, das Heilsversprechen, das mit verknüpft wird, dass man das versucht, möglichst runterzudimmen, ja, sondern zu sagen, es geht auch um Unsicherheit behaftete Aussagen, ja, wir wissen einfach in vielen Fällen nicht genau, wo wir stehen und ich glaube, dass man damit einfach auch versuchen kann, Glaubwürdigkeit zu erhalten oder zu fördern, ja, dass man sich ein bisschen zurücknimmt. Ich denke, dass das in manchen Fällen sehr gut gelungen ist. Also in eurem Podcast immer fand ich sehr gut zu sagen, das wissen wir nicht oder müssen wir noch gucken. Wir haben hier nur eine geringe Stichprobe. Also damit im Grunde auch eine Wissenschaftserziehung gemacht zu haben. Ich glaube, da haben viele Leute früher überhaupt nicht drüber so richtig nachgedacht. Ja. Und wenn wir so weitermachen, dann sehe ich da auch große Hoffnung. An dieser Stelle bedanke ich mich für das Gespräch und auch nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Thank you.
Ich habe vom rastlosen Stillsitzen gesprochen. Stillsitzen mussten Sie, rastlos nicht. War viel Rast, war auch musikalisch der Unterschied zwischen rastlosem und nicht rastlosem Stillsitzen wunderbar umgesetzt. Sie hatten auch das Vergnügen, dass wir jetzt nicht mehr sagen müssen, der letzte Leibniz-Tag ist ausgefallen. Wir haben ihn zu einem Stück nachgeholt heute. Und wir danken ganz, ganz herzlich. Die Hygieneordnung dieses Hauses erlaubt es nicht, Blumen zu überreichen. Aber ich würde sagen, Bücher sind ja vielleicht eine weniger verderbliche Ware, um es mal so zu formulieren. Und auch das, was uns früher so schrecklich erschien, dass sie eingeschweißt sind, ist jetzt hygienekonform. Es war ganz, ganz wunderbar. Ich glaube, wir verpflichten Sie einfach gleich noch für den nächsten Leibniz-Tag, weil es so ganz wunderbar war. Und wir nehmen das, das ist gesagt worden, als einen Auftakt, dass hoffentlich, wenn wir uns alle auch maßvoll verhalten, das Leben wieder in einem Stück so beginnen kann, wie wir es kennen und schätzen. Und daran haben Sie uns erinnert. Lieber Eckhard Runge, lieber Amon, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich deponiere das vielleicht einfach hygienekonform auf dem Klaviersessel. Und Ihnen allen. Ihnen allen, normalerweise würden wir uns jetzt ja in die Seitenräume begeben. In die Seitenräume begeben, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Da müssen Sie, Stichwort Cliffhanger, noch ein bisschen warten, nämlich genau ein Jahr. Und dann machen wir auch das wieder. Schönen Nachmittag. Danke.